Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen des BDI, des Berufsverbandes Deutscher Internistinnen und Internisten, begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer heutigen abendlichen Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Gematik. Ich denke, an dieser Stelle sollte ich schon mal kurz umreißen, um was es geht. Wir haben eine Arbeitsgemeinschaft bei den Internisten, die nennt sich Arbeitsgemeinschaft Hausärztliche Internisten. Und da ist die Idee entstanden bei einer letzten Sitzung, dass wir nicht nur immer über E-Rezept und E-Paar und so weiter schimpfen, sondern dass wir auch mal konstruktiv in die Diskussion einsteigen wollen und einfach uns mal erklären lassen wollen von den Protagonisten der Gematik, was es bedeutet, ein E-Rezept und eine EPA überhaupt zu handhaben. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal vorab. Vielleicht bleibt da nachher nicht viel genug Zeit bei den Organisatoren dieses Treffens und bei den Referenten, bei Frau Schröder und bei Herrn Mehl, bei Herrn Schröder und Frau, nee, Herrn Mehl und Herr Frau Schmedicke an der Organisation. Und ich freue mich sehr, dass dieses Treffen heute zustande gekommen ist. Wir haben alle in den letzten Monaten, ich kann mal sagen, vielleicht sogar Jahren, diese Begriffe wie Telematik, Infrastruktur, Digitalisierungsgesetz Nummer 3, Datenschutz, elektronische Signatur gehört und immer diese Begriffe hört, dann erscheinen bei den meisten Kollegen Schweißperlen auf der Stirn oder man ist entsprechend irgendwie angefressen. Es ist so, dass auch auf dem Deutschen Ärztetag, der vor 2 Wochen stattgefunden hat, auch nochmal deutlich geworden ist, viele Kolleginnen und Kollegen haben schlichtweg Sorge, dass es alles zu schnell geht, dass vielleicht mehr Bürokratie, mehr Arbeit auf sie zukommt, dass niemand weiß, wie diese Arbeit am Ende vergütet wird und vor allen Dingen die Sorge, dass eventuell Arbeit in der Praxis nicht erleichtert wird durch die Digitalisierung, sondern vielleicht sogar noch erschwert. Das sind alles Dinge, die sozusagen als Befürchtung formuliert worden sind. Auch in den Anträgen auf den Deutschen Ärztetag wurde das nochmal deutlich. Und es ist immerhin zu hören gewesen von ganz oberer Stelle, nämlich von der Politik, dass das Thema Sanktionen, wenn jemand nicht jetzt sofort in die Digitalisierungsprozesse einsteigen will, dass das erstmal vom Tisch ist. Aber das reicht natürlich nicht. Wir wollen ja genau wissen, wie funktioniert es, wie kann es in der Praxis im Alltag aussehen. Und deswegen haben wir uns darüber vielleicht Auskunft gibt und das ist das Wichtige, die uns auch in eine Diskussion bringen soll. Dafür ist diese Veranstaltung auch gedacht, über vielleicht kleinere und größere Sorgen und Nöte und Fragen, die Sie als Zuhörer und Sie draußen in der Praxis im Krankenhaus vielleicht umtreibt. Wir haben uns das so gedacht, dass wir ungefähr 1,5 Stunden an Zeit einkalkulieren für den heutigen Abend. Sollten zu viele Fragen oder sehr viele Fragen auftreten, haben wir nach hinten hin noch ein bisschen Luft von einer knappen halben Stunde, diese Fragen auch zu stellen, die beantworten zu lassen. Es soll also ein interaktives Forum sein. Es soll nicht nur einfach Vortrag sein. So, und damit ich jetzt nicht so viel rede, ich hoffe, ich habe jetzt auch alle Danksagungen richtig adressiert. Ich hatte noch vergessen zu sagen, ich bedanke mich natürlich auch bei der Geschäftsführung unseres Verbandes, unseres Berufsverbandes, namentlich bei Herrn Schröder, der das mit auch hier organisiert hat in enger Kontaktaufnahme zu der Gematik. Ich begrüße auch nochmal an dieser Stelle unsere Präsidentin, Frau Neumann-Grutzeck, die heute Abend auch als Teilnehmerin dabei ist. Und ich begrüße ganz herzlich auch meinen Kollegen und Mitstreiter aus dem Vorstand des BDI, Thomas Schmidt, der auch einen Teil der Moderation übernehmen wird. Schönen guten Abend. So, jetzt bin ich mit meinen einführenden Worten am Ende und übergebe jetzt an den ersten Vortragenden, an Herrn Philipp Mehl. Und Herr Mehl wird uns etwas zur elektronischen Patientenakte, zur EPA erzählen. Und jetzt ist Ihr Part dran, Herr Mehl. Vielen Dank. Perfekt. Hallo auch an Sie. Vielen Dank, Herr Grewe, Herr Schmidt. Vielen Dank für die Überleitung. Würde jetzt hier entsprechend einmal meinen Bildschirm teilen wollen, um die Präsentation zu zeigen. Die sollten Sie jetzt sehen. Genau.
Herzlich willkommen zu einem Donnerstagabend, recht später Stunde. In Berlin ist das Wetter nicht sonderlich schön, von daher perfekt, dass wir hier abholen konnten. Mein Name ist Philipp Mehl, ich bin strategischer Produktmanager in der Gematik und hier zuständig für die Anwendung der elektronischen Patientenakte. Diese möchte ich Ihnen heute auch gerne vorstellen. Und zwar möchte ich gerne einmal auf das Konzept eingehen im Vorfeld, sodass Sie ein bisschen Grundlagen bekommen, wie wir uns die EPA sozusagen gedacht haben. Wir möchten aber auch gerne dann im Endeffekt, dass Sie das Ganze auch mal sehen aus der Perspektive eines Patienten und auch aus der Perspektive, die Sie einnehmen werden als Arzt bzw. als Ärztin, und möchte Ihnen gerne im Anschluss noch einen Überblick geben, was mit der EPA in den nächsten Jahren passieren wird. Ich würde Sie dazu einmal kurz auf eine Reise mitnehmen. Ich glaube, da unter Ihnen wahrscheinlich sehr viele Ärzte und Ärztinnen sein werden, werden Sie das oder diese Szenerie tagtäglich in Ihren Praxen und im Krankenhaus haben. Es kommt ein neuer Patient zu Ihnen in der Praxis, er stellt sich vor und er bringt einen großen Ordner mit unterschiedlichen Unterlagen mit. Sie kommen ins Gespräch und merken relativ schnell, dass der Patient in der letzten Woche bereits in der Radiologie war. Es wurden neue Bilder gemacht, die hat er leider noch nicht bekommen. Außerdem stellt sich relativ schnell heraus, dass der Medikationsplan, den er sich extra ausgedruckt hat, zu Hause liegen gelassen wurde. Aber er sagt, das ist überhaupt gar kein Problem, weil er kann sich daran erinnern, dass er jeden Tag eine große gelbe Pille und eine kleine weiße nimmt. Die kleine weiße hat er übrigens seit 2 Tagen nicht genommen, aber ist kein Problem, weil er fühlt sich trotzdem gut. Das sind die typischen Probleme, die auftreten und im Endeffekt auch rechtfertigen bzw. auch die EPA ins Rampenlicht setzen. Genau diese Probleme wird die EPA in den meisten Fällen lösen können und dadurch Ihnen als Arzt auch im Zusammenspiel mit dem Patienten Zeit sparen. Es wird Kosten sparen, weil Doppeluntersuchungen unter Umständen nicht gemacht werden müssen. Und wir werden die unterschiedlichen Dokumente der Arzt-Patienten-Beziehung sozusagen auch mit den unterschiedlichen Kollegen teilen können. Somit die Phrase: Die EPA stellt den Patienten in den Mittelpunkt, er ist maßgeblich dafür zuständig, die EPA zu füllen bzw. auch diese freizugeben, und ermöglicht somit mit seiner EPA und den darin befindlichen Dokumenten und Informationen den Austausch mit den unterschiedlichen Akteuren im Gesundheitswesen. Sie wissen sicher, es war überall publik, seit dem 01.01. diesen Jahres hat jeder gesetzlich Versicherte in Deutschland die Möglichkeit, freiwillig und kostenfrei bei seiner gesetzlichen Krankenversicherung eine EPA zu beantragen und runterzuladen und diese zu nutzen. Das kann er machen, er muss es auch nicht machen, beziehungsweise er kann die EPA auch nutzen, ohne beispielsweise die App zu nutzen. Also er kann die EPA auch befüllen lassen, ohne dass er die App nutzt, wenn er sagt, er möchte zum Beispiel die App nicht nutzen oder er hat kein Smartphone. Wir von der Gematik sind damit beteiligt oder sind damit beauftragt, die technischen Spezifikationen für die EPA anzufertigen auf Basis interoperabler Standards. Das bedeutet, dass eine bundesweite sektoren- und einrichtungsübergreifende Verfügbarkeit der EPA quasi maßgeblich sichergestellt wird. Das bedeutet, völlig egal, bei welcher Krankenkasse der Versicherte versichert ist, beziehungsweise welches PVS oder Primärsystem oder welche Software Sie als Arzt in der Praxis verwenden, die EPA wird entsprechend sichtbar sein, da die Standards, die technischen Grundlagen die gleichen sind für alle. Was bedeutet das für den Patienten? Der Patient wird natürlich dadurch stärker in seine Gesundheitsgeschichte einbezogen. Er setzt sich mehr mit dem Thema auseinander. Er wird maßgeblich auch daran profitieren, dass seine Gesundheitskompetenz gesteigert wird. Er hinterfragt Sachen und in dem Sinne auch die digitale Gesundheitskompetenz, da er im Endeffekt seine unterschiedlichen Unterlagen auf digitalen Endgeräten nutzt. Für den Arzt natürlich wird die Informationslage besser im Arzt- und Patientengespräch. Er wird mehr über den Patienten erfahren können im Sinne der Informationen, die im Vorfeld schon bereit liegen für ihn, die er sich angucken kann, beziehungsweise er kann sich konzentrieren auf die wesentlichen Sachen, warum der Patient beispielsweise da ist. Und er kann im Endeffekt Informationen auch, da sie längerfristig, je nachdem wie die Berechtigung gestellt ist, für ihn zugänglich sind, auch nach dem Gespräch noch damit auseinandersetzen beziehungsweise, wie ich schon sagte, vorbereiten. Wenn man sich die EPA anschaut, betrachtet man grundsätzlich zwei Nutzerperspektiven. Einmal die des Versicherten, des Patienten, hier auf der linken Seite, und einmal die des Arztes, also im Sinne der meisten von Ihnen,
des Arztes, der Ärztin oder eben aus Sicht eines Apothekers oder einer anderen medizinischen Akteur. Die maßgeblichen Funktionen beginnt mit dem Versicherten sind, er kann die Zugriffe verwalten. Der Patient ist im Endeffekt der hat die Hoheit über seine Akte und kann entscheiden, welcher Arzt wie Zugriff auf seine Akte bekommt, was er sehen kann, beziehungsweise kann diese Zugriffe auch entziehen. Darüber hinaus kann er Dokumente verwalten, also er kann alle Dokumente, die er bisher hatte, beispielsweise in Papierform, entsprechend digital an einem Ort sicher und verschlüsselt ablegen und diese dann natürlich in Form von Berechtigung einem Arzt beispielsweise freigeben. Die dritte wichtige Sache ist, er kann die Protokolle einsehen, also er weiß, was in seiner Akte passiert. Er weiß, wer etwas hoch- oder runtergeladen hat, beziehungsweise weiß er auch, wer etwas gelöscht hat. Oh, das ist einmal weitergesprungen. Genau, aus Versichertensicht, aus Arztsicht im Endeffekt, soweit eine Berechtigung vorliegt, kann der Arzt entsprechend die Dokumente einsehen, die in der Akte liegen, die für ihn freigegeben sind. Insofern für die Behandlung, warum der Patient da ist, beziehungsweise auch für spätere Behandlungen Dokumente wichtig sind, kann er diese lokal aus der EPA in sein Primärsystem abspeichern und sozusagen seine Primärdokumentation erweitern um eine sogenannte Sekundärdokumentation. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, Dokumente zu löschen, beispielsweise wenn Dokumente veraltet sind, er neuere Dokumente hochlegt, einen neueren Laborbericht beispielsweise, Dokumente fehlerhaft sind, beziehungsweise auch, wenn ihn der Versicherer darum bittet, bestimmte Dokumente zu löschen, weil er diese halt nicht in seiner EPA haben möchte. Beispielsweise, wenn er selber keine EPA-App nutzt. Das Zusammenspiel dieser beiden Perspektiven, gekennzeichnet hier durch den grünen Kreis, ist einhergehend. Also durch die Verwaltung der Zugriffe kann der Arzt sozusagen maßgeblich an der Akte teilnehmen und es entsteht quasi eine gewisse Dynamik. Weitere Daten, die in der EPA eingestellt werden, sind auch arztkuratierte Dokumente, wie hier beispielsweise der Notfalldatensatz und der elektronische Medikationsplan. Beides Datensätze, die heute im Endeffekt auf der elektronischen Gesundheitskarte sind und dadurch das erste Mal die Möglichkeit geben, sozusagen, dass der Versicherte selber eben auch auf diese Datensätze zugreifen kann, beziehungsweise sich sie ansehen kann und im Endeffekt auch im Austausch mit dem Arzt bestimmte Sachen hinterfragen kann, beziehungsweise bestimmte Sachen auch ergänzen kann. Also nicht er selber, aber er kann den Arzt darauf hinweisen, dass bestimmte Sachen ergänzt werden können, weil beispielsweise eine neue Allergie hinzugekommen ist oder beispielsweise der Benachrichtigungskontakt im Notfall sich geändert hat. Spannend ist zu sehen im Endeffekt, dass weniger als die meisten denken, die EPA nicht nur die App des Versicherten ist, sondern eigentlich mehr als ein Produkt. Also es sind unterschiedliche Komponenten auf Seiten des Arztes, wie auch auf Seiten des Patienten, die im Zusammenspiel die Funktionalität der EPA quasi gewährleisten. Sie sehen hier auf der rechten Seite einmal den Versicherten mehr oder weniger mit seinem Smartphone oder seinem Tablet, der mithilfe seiner elektronischen Gesundheitskarte einer neuen NFC-fähigen, also einer kontaktlosen, mit Hilfe des PINs sozusagen sich anmelden kann an seine Akte und eben Zugriff bekommt auf das EPA-Aktensystem, was Sie in der Mitte quasi sehen. Also die EPA-App zeigt quasi die Inhalte des EPA-Aktensystems an, soweit sich der Patient quasi dafür autorisiert. Insofern der Patient jetzt quasi eine Berechtigung vergeben hat an den Arzt, kann dieser wiederum von der linken Seite über den Connector quasi eben auch auf das EPA-Aktensystem zugreifen und entsprechend sich am PC über das Praxisinformationssystem, das Arztinformationssystem, Apothekensystem oder eben auch das KIS, das Krankenhaussystem, entsprechend die Daten anzeigen lassen. Dennoch notwendig dafür ist auch das eHealth-Kartenterminal, wo maßgeblich auch die Institutionskarte drin steckt, die quasi Sie als Arzt auszeichnet dafür, dass Sie entsprechend Zugriff auf die Akte des Patienten haben, insofern sie die Berechtigung haben. Das Kartenterminal darüber hinaus auch wichtig, wenn beispielsweise der Versicherte die EPA-App selber nicht nutzen will und beispielsweise direkt bei Ihnen in der Praxis eine Berechtigung vergeben möchte. Dies wird auch möglich sein. Die Daten liegen als Kopie im EPA-Aktensystem, da sind sie verschlüsselt und sicher auf Servern gespeichert, die sich in Deutschland befinden, georedundant, also mit einer höchsten Sicherheitsstufe entsprechend vor quasi Zugriffen unbefugter gespeichert bzw. gesichert sind.
Sie sehen hier auf der linken Seite noch den elektronischen Heilberufeausweis. Der wird technisch nicht notwendig sein, um die Funktionalitäten der EPA quasi nutzen zu können. Er wird perspektivisch aber notwendig sein aus juristischem Sinne, beispielsweise um eine Signatur in einem Medikationsplan durchzuführen, beziehungsweise auch beispielsweise später Impfeinträge im digitalen Impfpass vorzunehmen oder weitere Anwendungen, auch in Verbindung mit E-Rezept und mit KIM. Jetzt haben Sie einmal einen konzeptionellen Überblick bekommen und jetzt würde ich gerne mit Ihnen einmal in einen fiktiven Demonstrator springen, um Ihnen das Ganze halt auch nochmal daran zu zeigen. Mit der App für die elektronische Patientenakte EPA können gesetzlich Krankenversicherte ihre medizinischen Dokumente digital verwalten. Aktuell bietet die EPA-App 3 Kernfunktionen. Die Dokumentenverwaltung, die Berechtigungsverwaltung und die Protokolleinsicht. Was diese Kernfunktionen umfassen und wie Sie diese nutzen können, erfahren Sie in diesem Video beispielhaft anhand einer fiktiven Variante der EPA-App. Zunächst melden Sie sich in der EPA-App an. Das geht entweder mit Hilfe der elektronischen Gesundheitskarte oder durch eine Zwei-Faktor-Authentisierung, wie den biometrischen Authentisierungsmitteln, beispielsweise durch Gesichtserkennung. Nach der Anmeldung sehen Sie einen Überblick über die wichtigsten neuen Informationen. So haben Sie im Blick, ob seit Ihrem letzten Besuch Dokumente hoch- oder heruntergeladen wurden. In dieser Beispiel-App sehen Sie unten einen Überblick über Ihre Dokumente, gegliedert nach Dokumententyp, Fachrichtung oder Jahr. In diesem Fall befindet sich oben rechts der Hilfebereich und das Pluszeichen oben links bietet Ihnen verschiedene Aktionsmöglichkeiten wie das Hochladen von Dateien. In dieser App-Variante finden Sie unten die Navigationsleiste, über die Sie zu den Kernfunktionen gelangen. Im Bereich Dokumente sehen Sie alle Dateien, die Sie oder Ihre behandelnden Ärzte in die EPA eingestellt haben. Ungelesene Dokumente sind entsprechend hervorgehoben. In dieser App markiert ein grauer Punkt Dokumente, die Sie selbst hochgeladen haben. Das Häkchen weist darauf hin, dass dieses Dokument auch offline verfügbar ist. Öffnen Sie ein Dokument, können Sie dieses teilen, herunterladen oder löschen. Zudem wird angezeigt, wer sich das Dokument angesehen hat und wie lange die Zugriffsrechte gültig sind. Um ein Dokument hochzuladen, gehen Sie auf das Pluszeichen. Beim Hochladen können Sie dem Dokument Schlagworte hinzufügen, um es später leichter wiederzufinden. Unter Berechtigungen können Sie sehen, welche Einrichtungen bis zu welchem Zeitpunkt Zugriff auf Ihre EPA haben. In unserem Beispiel können Sie das Pluszeichen auswählen, um weiteren Praxen, Apotheken oder Krankenhäusern ein Zugriffsrecht zu gewähren. Geben Sie dafür einfach in der Suchleiste den Namen der Einrichtung ein. Danach legen Sie die Dauer der Berechtigung fest und geben die Dokumentenquellen frei, auf die zugegriffen werden darf. Dazu gehören Dokumente, wie zum Beispiel Arztbriefe, Befunde oder Blutbilder, die von Ärzten eingestellt wurden. Aber auch Dokumente, die Sie selbst eingestellt haben, wie beispielsweise ein Schmerztagebuch. Außerdem können Sie hier auch die abgelaufenen Berechtigungen sehen. So lassen sich diese ganz leicht bei Bedarf von Ihnen wieder aktivieren. Im Bereich Protokoll finden Sie übersichtlich aufbereitet, was in Ihrer Akte geschieht. Sie sehen nach Datum sortiert, ob ein Dokument hochgeladen, heruntergeladen oder gelöscht worden ist. Jeder Eintrag in der Liste hat eine Detailseite des Protokolleintrags. Damit hat der Nutzer die volle Transparenz darüber, was in seiner Akte passiert. Für eine barrierefreie Nutzung gibt es noch die Möglichkeiten, die Einstellung in der EPA-App zu verwalten. So können Sie zum Beispiel Kontraste verändern und Bedienhilfen anpassen. Um die EPA zu nutzen, beantragen Sie diese einfach bei Ihrer Krankenkasse. Die App Ihrer Krankenkasse können Sie dann wie gewohnt über den Apple App Store und den Google Play Store herunterladen.
Wir gehen jetzt davon aus, dass der Versicherte im Endeffekt Sie als Praxisberechtigter hat. Er hat ein, zwei Dokumente hochgestellt und Herr Wagner würde jetzt entsprechend bei Ihnen in der Praxis sein. Sie sehen im Endeffekt den Screen, den Sie bei sich in der Praxis haben, ist ein Windows-Screen und Sie sehen hier oben im Endeffekt die entsprechende Ansicht Ihres Praxisinformationssystems. Das ist der Herr Dr. Schneider, der würde sich hier anmelden entsprechend. Und der Bildschirm würde sich öffnen. Sie sehen hier relativ modern gehalten eine Ansicht Ihres Primärsystems, wird wahrscheinlich ähnlich aussehen, beziehungsweise ähnliche Oberflächen zu sehen sein. Sie sehen hier einerseits die Nachrichten, sehen hier einen Überblick über unterschiedliche Funktionalitäten. Sie sehen hier oben die Termine, die heute anliegen. Auch der Herr Wagner ist ein entsprechender Termin, der gerade seine EPA vorbereitet hat. Sie sehen die Aufgaben und unten in der Raumbelegung können Sie schon entnehmen, der Herr Wagner wartet im Besprechungsraum Nummer 2. Sie sehen jetzt Folgendes. Wenn Sie die Akte von Herrn Wagner aufmachen, sehen Sie, Herr Wagner ist bei Ihnen schon länger in Behandlung. Sie sehen hier relativ gut chronologisch die unterschiedlichen Stationen, die er in Form der Behandlung bei Ihnen schon durchgeführt hat, chronologisch und relativ übersichtlich abgespielt. Und da wir im Vorfeld ja gesagt haben, dass der Herr Wagner im Endeffekt schon die Berechtigung vergeben hat, würde sich was in der Ansicht ändern. Sie sehen hier farblich abgesetzt, dass in grün dazugekommen ist, woraus ich als Arzt relativ schnell sehen kann, es gibt weitere Dokumente, die durch andere Behandler eingestellt wurden. Hier eben durch den Herr Dr. Klein, ein Radiologe, und den Herr Dr. Schmitz, ein Orthopäde, bei dem Herr Wagner auch schon in Behandlung war und die im Endeffekt mit Hilfe ihrer Berechtigung eben auch Dokumente schon hochgeladen haben. Für mich als Arzt sind es spannende Sachen, die mir auch im Umgang mit dem Herr Wagner in der heutigen Sitzung halt helfen würden. Ich würde mir die Sachen einmal angucken wollen. Ich kann mir hier so eine kleine Übersicht angucken und sehe im Endeffekt einen Auszug des Bildes, des Röntgenbildes des Knies links und hier auf der rechten Seite übersichtlich im Endeffekt viele unterschiedliche Metadaten, die im Endeffekt auf Basis der Fülle auch der Dokumente, wo es wahrscheinlich auch eine Angst auf Ihrer Seite sein wird, dass sehr viele Dokumente in der EPA liegen, am Ende sehr gut filtern kann. Das werde ich noch einmal gleich zeigen. Ich habe jetzt für mich entschieden, dass die Dokumente für mich spannend sind, auch im weiteren Behandlungsverlauf halt mit dem Herrn Wagner und würde diese jetzt einmal runterladen. Sie sehen, es verändert sich die Farbe, also es wird grau, also es wird Teil meiner quasi meiner Historie in Form der Sekundärhistorie und ich habe sozusagen eine Kopie jetzt in meinem Praxisinformationssystem angelegt und kann mir diese auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal anschauen. Der Patient hat mich darauf hingewiesen, dass er vor 2 Jahren beziehungsweise im Jahr 2020 schon einmal in Behandlung war wegen derselben Sache und er weiß nicht mehr ganz genau, wann es war, aber er weiß, dass das Dokument da ist. Auf Basis der Fülle unterschiedlicher Dokumente, die wir hier sehen, wird es recht schwierig sein, das zu finden, aber die EPA kann auf Basis der Metadaten, die sie uns quasi gibt, in Form der Anlage der Dokumente, unterschiedliche Möglichkeiten und Filter geben, die unterschiedlichen Dokumente zu suchen. Das werden wir gleich mal tun. Ich würde Ihnen hier gerne einfach noch den Hinweis geben, dass man die unterschiedlichen Dokumente natürlich auch in unterschiedlichen Sichtweisen hier sehen kann. Beispielsweise die lokalen Dokumente. Das sind die, die im Endeffekt in Ihrem Praxissystem quasi liegen. Beziehungsweise man kann sich auch nur die Dokumente anzeigen lassen, die in der EPA liegen. Da sieht man relativ klar hier in diesem Violett gehalten auch Dokumente, die der Patient vielleicht selber eingestellt hat. Vielleicht einen spannenden Artikel oder ein Kopfschmerztagebuch aus einer App, die er nutzt, die er gerne mit Ihnen teilen will oder besprechen will. Ich würde jetzt einmal zurückspringen in die Hauptansicht und Herr Wagner sagte, dieser Bericht, auf den er mich aufmerksam gemacht hat, der entstand aus dem Jahr 2020. Wir sehen, mit der Eingabe 2020 wird es schon mal weniger hier und es handelt sich dabei um einen Entlassbrief. Ich würde hier einmal Briefe auswählen. Sie sehen hier, es sind unterschiedliche Metadaten. Da wird mit denselben Metadaten gearbeitet, also auch praxissystemübergreifend werden dieselben Metadaten verwendet und somit halt auch eine relativ einfache intersektorale Hilfe, Dokumente auch bei anderen Ärzten zu finden oder
Genau. Und wir sehen hier in Violett gehalten, er hat den Brief gefunden. Es ist ein Entlassbrief des Klinikum Wests aus dem Jahr 2020 und könnte diesen jetzt entsprechend runterladen. So, der Patient ist heute aber gekommen, konkret, weil er Bauchschmerzen hatte. Also schreibe ich jetzt die Anamnese bzw. auch die Dokumentation für den Termin, warum der Wagner da ist. Die Anamnese sind Bauchschmerzen seit 2 Wochen mit gelegentlichen Sodbrennen. Der Befund, Abdomen weich, normale Peristaltik, Druckschmerz im Oberbauch. Ich als Arzt stelle den Verdacht auf eine mögliche Gastritis bzw. auch auf einen Gastroösophagealreflux. Ich erstelle eine weitere Anamnese und würde, um alles abzusichern, nochmal ein kleines Blutbild in Auftrag geben und würde den Patienten in diesem Fall entlassen, nach Hause und verbleibe mit ihm, dass ich mich melde, sobald ich im Endeffekt den Laborbefund zurück habe und würde ihn dann entsprechend mit ihm besprechen. Wir würden jetzt einmal in der Zeit springen, einen Tag. Der Laborbefund ist da. Ich habe dem Herrn Wagner schon telefonisch Bescheid gesagt, dass keine Auffälligkeiten soweit vorlagen. Ich würde ihm aber gerne diesen Befund auch in seine EPA legen, sodass er diesen auch quasi anderen Ärzten, mit denen er gerade in Kontakt ist, zeigen kann, beziehungsweise sich diesen Befund auch selber angucken kann. Ich würde mir den Herrn Wagner hier nochmal aufrufen als Patient. Genau, würde hier seine Karteikarte entsprechend nochmal aufrufen und würde hier einmal über diese Klammer das Blutbild einmal in das Primärsystem ziehen. Für mich lag dieser Laborbefund als Fax vor. Das sehen Sie, ist heute wahrscheinlich in vielen Fällen noch der Fall an dem Streifen. Und er kommt von der Katharina Fischer. Das ist ein Labor, mit dem wir relativ häufig zusammenarbeiten und würde einmal hier oben einige Metadaten noch füllen. Genau, dass das von der Katharina Fischer ist. Sie sehen, viele der Daten sind automatisch auch schon befüllt. Ich würde hier noch hinzufügen, dass es sich um ein Laborergebnis handelt und entsprechend, wie gewünscht vom Herrn Wagner, das Dokument mit einem Klick einfach entsprechend signieren, dass ich der Einsteller bin und das entsprechend in die EPA hochladen. Wir wechseln hier nochmal in die Ansicht, ganz automatisch. Das dauert hier ein kleiner Moment. Und Sie sehen, das kleine Blutbild hat sich in der Farbgebung auch geändert. Es ist jetzt Teil meiner Primärdokumentation, weil ich es eingestellt habe und entsprechend wurde eine Kopie auch in die Akte reingelegt. Das erstmal zum Demonstrator aus der Arztsicht, der für die meisten von Ihnen wahrscheinlich auch am wesentlichsten ist, würde hier einmal genau gerne wieder in die Präsentation springen und entsprechend Ihnen noch die Ausbaustufen der EPA sozusagen mit der Ausbaustufen und dem aktuellen Stand der EPA einmal fortführen. Wo stehen wir heute mit der EPA? Im Endeffekt am 30.06. werden die Ärzte sich anschließen sozusagen an die EPA, die beziehungsweise an die EPA-Aktensysteme der Patienten, die sie unter Umständen schon seit dem 01.01. nutzen. Wir haben in dem Q1 und Q2 in Testregionen in Westfalen-Lippe und in Brandenburg und Berlin die Technik in Testpraxen, wie gesagt, auf Arztseite getestet. Es ist ja auch durch die Presse gegangen, dass der PTV4-Konnektor von Secunet, der eine große Anzahl an Praxen schon abdeckt, erfolgreich zugelassen wurde. Und fokussieren uns jetzt auf den 30.06., wo eben Sie als Arzt auch in Praxen, Apotheken aber auch und Krankenhäuser bis zum 31.12. dann auch entsprechend angebunden werden und somit eben auch die Funktionalitäten der Freigabe durch den Patienten für den Leistungserbringer und die Interaktion, die ich Ihnen vorhin geschildert habe, auch in der Konzeption quasi umgesetzt werden kann. Also ein wachsender Wirkungskreis, der jetzt Step by Step sukzessive quasi in die Operationalisierung übergeht. In diesem Jahr, der Funktionsumfang, wie Sie hier sehen, habe ich Ihnen einmal demonstriert, beziehungsweise auch eingangs einmal darauf hingewiesen. In diesem Jahr wird es möglich sein, eben Dokumente einzustellen, zu verwalten und zu löschen von beiden Seiten, also der Patient genauso auch wie der Arzt an seiner Seite, insofern eine Berechtigung vorliegt. Es wird eine einfache Berechtigungsvergabe geben, also der Patient kann im Endeffekt sagen, der Arzt kann auf meine Dokumente zugreifen oder auch auf die Dokumente, die andere Ärzte eingestellt haben. Und ganz wichtig, da wir ja auch immer von der Akte des Patienten reden, die Protokollfunktion, aus der der Patient nachvollziehen kann, wer was an seiner Akte gemacht hat.
Die Nutzergruppen sind maßgeblich natürlich die gesetzlich Versicherten und da ergänzt ab dem 30.06. die vertragsärztlichen Ärzte und Zahnärzte beziehungsweise auch Psychotherapeuten, medizinische Versorgungszentren und die Ärzte, die daran beschäftigt sind, wie auch die Kliniken bis Ende des Jahres dann entsprechend etwas länger Zeit, um sich anzubinden und die Apotheken. Bei den Informationsobjekten, wie eingangs erwähnt, der Notfalldatensatz und der elektronische Medikationsplan, der quasi als Kopie von der elektronischen Gesundheitskarte in die Akte wandern und damit auch für den Patienten sichtbar werden, elektronische Arztbriefe und der Datensatz der persönlichen Erklärung. Natürlich nicht zu vergessen, anders gesagt, später dann natürlich auch durch die Dokumente, die schon als Papier vorliegen, dann vielleicht eingescannt werden durch den Patienten, eben auch Dokumente, die der Patient selber einstellt in seiner Akte, sie mit den Ärzten zu teilen. Spannender wird es ab dem nächsten Jahr. In dem SGB V wie auch im DVPMG, also in der Gesetzgebung jetzt, die auch überführt wird in das Sozialgesetzbuch, sind maßgeblich neue Funktionen schon verankert, an denen wir als Gematik auch schon gearbeitet haben und die sukzessive durch die Industrie auch dann umgesetzt werden. Zum 01.01.2022 kommen die Privatversicherten dazu und ergänzen die gesetzlich Versicherten als Versichertengruppe. Es wird die Möglichkeit geben, das Pflegepersonal mit anzuschließen, wie auch Hebammen und Entbindungshelfer, aber auch Physiotherapeuten, öffentlichen Gesundheitsdienst und Arbeitsmediziner, wie auch medizinisches Personal aus den Reha-Kliniken. Es wird darüber hinaus ein verfeinertes Berechtigungskonzept geben, was bedeutet, dass ich meine Dokumente, die ich in der EPA habe, gezielter freigeben kann. Also bestimmte Dokumente, die ich beispielsweise nicht freigeben will, gebe ich bestimmten Arztgruppen beispielsweise nicht frei. Ich will beispielsweise mein psychologisches Gutachten nicht meinem Zahnarzt freigeben, weil es rein von der Fachrichtung her auch gar keinen Sinn machen würde. Es wird eine Vertreterregelung geben. Also ich als Patient habe die Möglichkeit, beispielsweise meinem Partner beziehungsweise einen Familienangehörigen, der mich pflegt und maßgeblich über meine EPA mitbestimmt, weil ich es einfach aus dem Alter heraus nicht mehr kann, entsprechend die Berechtigung bekomme und mich in meiner Pflege beziehungsweise auch meine Interaktion mit der EPA unterstützen kann. Es wird einen einfachen Anbieterwechsel geben. Das bedeutet, dass der Versicherte, der beispielsweise zwischen zwei gesetzlichen Versicherungen wechselt, entsprechend seine EPA einfach mitnehmen kann. Also auf Basis dessen, dass die Daten interoperablen Standards entsprechen, wechselt sich quasi nur die App, also das Frontend, das, was der Versicherte sieht. Und im Endeffekt die Daten bleiben bestehen. Also die Daten werden einfach verknüpft mit einer anderen App. Es wird dazu kommen, dass die Kostenträger Abrechnungsdaten in die EPA stellen können. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, einen Desktop-Client zu nutzen, einen stationären. Das bedeutet, wenn ich als Patient zum Beispiel kein Handy habe oder kein Smartphone habe oder mir es zu klein ist, wird es die Möglichkeit geben, auch einen PC oder einen größeren Bildschirm zu nutzen, um eben auf meine Inhalte der EPA zuzugreifen bzw. mir sie da anzeigen zu können. Gerade auch für Nutzergruppen, Patientengruppen, die den Komfort eher genießen, aus einem größeren Bildschirm halt quasi Daten abzulesen. Und darüber hinaus wird es die Möglichkeit geben, standardisierte Dokumente zu unterstützen, beziehungsweise die EPA wird standardisierte Dokumente unterstützen, die gerade durch die KBV spezifiziert werden. Das sind sogenannte medizinische Informationsobjekte oder hier im Fachjargon auch als MIOS bezeichnet. Darunter werden im kommenden Jahr eben genau der Impfpass, der Mutterpass, das Zahnbonusheft und das Kinderuntersuchungsheft hinzukommen und eben in einer digitalen Form in der EPA gespeichert werden können, parallel zu den physischen Pässen, die weiterhin vorliegen werden. In der dritten Ausbaustufe kommt eine weitere spannende Nutzergruppe hinzu, und zwar die der Forschung. Es wird möglich sein, strukturierte Dokumente, die Passdokumente hier in dem Fall, später auch weitere Dokumente, für Forschungszwecke freizugeben aus der EPA. Es wird darüber hinaus möglich sein, aus den digitalen Gesundheitsanwendungen, den DIGAs oder den Apps auf Rezept, entsprechend Dokumente auch einzustellen, die ich beispielsweise mit meinem Arzt teilen möchte, wie beispielsweise ein Tagebuch, Diabeteswerte etc. Es wird die Möglichkeit geben, im Sinne der Gesundheitskompetenz, dass ich als Patient bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel ECD-10-Codes, nachschlagen kann und habe maßgeblich da den Vorteil, da eine Verbindung zum Gesundheitsportal des Bundesministeriums vorliegen wird, dem gesund.de.
Darüber hinaus wird es eine Einbindung des TI-Messagers geben, einem sicheren Kommunikationskanal, der mir quasi als Patient die Möglichkeit gibt, Kontakt mit meinem Arzt aufzunehmen und Sachen abzuklären, vielleicht im Vorfeld oder danach noch Fragen zu klären. Es wird die Möglichkeit geben, die Organspendererklärung quasi abzugeben. Es werden Dispensierinformationen aus dem E-Rezept überführt werden können in die EPA. Und es wird auch die Einbindung der Patientenkurzakte, die Erweiterung bzw. die Weiterentwicklung des Notfalldatensatzes geben. Darüber hinaus kommen eine Vielzahl an spannenden Informationsobjekten und Dokumenten hinzu und macht damit natürlich den Mehrwert in den nächsten Jahren der EPA auch aus. Es wird der Krankenhausentlassbrief wird dazu kommen, es wird einen Pflegeüberleitungsbogen in digitaler Form geben, es wird die Top 300, wohl auch die Top 1100 Laborwerte quasi abbilden können. Es werden DIGA-Dokumente eingespielt werden können, aber auch Bilddaten und die elektronische Arbeitsunfähigkeitserklärung beziehungsweise auch die Patientenkurzakte, wie eingangs schon erwähnt. Sie sehen also, wir sollten die EPA nicht als zusätzliche Hürde nehmen. Wir sollten auch die Vorteile einfach erkennen. Es ist wahrscheinlich gewissermaßen in den ersten Wochen, in den ersten Monaten schwierig und es wird seine Kindheitskrankheiten geben, aber es wird die Kommunikation zwischen Arzt und Patient auch erleichtern. Es wird einen besseren Überblick über unterschiedliche Dokumente geben und daher für alle auch entsprechend eine bessere Patienten-Arzt-Verbindung geben in dem Sinne. Und das Ganze können wir natürlich im Endeffekt nur umsetzen, wenn alle, die damit beteiligt sind, intersektoral wie auch die Patienten, quasi gemeinsam an einen Strang ziehen und die EPA zum Erfolg bringen. In diesem Sinne erstmal vielen Dank von uns aus dem Produktteam der elektronischen Patientenakte und ich würde direkt wieder in die Schaltzentrale geben. Vielen Dank und freue mich später über Ihre Fragen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von mir ein herzliches Willkommen und einen guten Abend. Ich darf mich vielleicht kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich bin der Sprecher des Vorstandsressorts Digitalisierung im BDI und hauptberuflich niedergelassener Kardiologe in Göttingen. Herr Mehl, zunächst ganz herzlichen Dank für diesen hervorragenden Vortrag und den Überblick über die EPA und vor allen Dingen auch den Ausblick auf die zukünftige Funktionalität, die die elektronische Patientenakte haben wird. Vielleicht kurz für mich zusammengefasst, ich habe mitgenommen aus Ihrem Vortrag, dass wir zunächst mal mit einer EPA Lite starten, dass dies aber sich zeitnah ändern wird, dass wir ein Instrument bekommen, was uns Informationen bietet, aber was für mich jetzt auch als Facharzt die Situation vielleicht nicht so wahnsinnig verändert. Ich habe Angst gehabt, dass ich von der Fülle der Informationen erschlagen werde, aber Sie haben mich davon überzeugen können, dass ich das doch ganz gut selektieren kann in der EPA. Insofern sind zumindest mal bei mir schon einige Bedenken abgebaut worden. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass von den Kolleginnen und Kollegen eine Vielzahl von Fragen kommen werden. Wir sollten diese Fragen jetzt nicht bearbeiten, sondern wir wollen das nach dem folgenden Vortrag tun. Und deshalb möchte ich jetzt auch schon gleich überleiten zum Vortrag über das elektronische Rezept, damit wir nachher auch genügend Zeit haben, Ihre Fragen zu beantworten. Ich darf übergeben. Ja, vielen Dank damit für die Übergabe. Mein Name ist Sabine von Schlippenbach. Ich bin Produktmanagerin in der Gematik für das E-Rezept und neben dem E-Rezept auch für den elektronischen Medikationsplan und werde Ihnen jetzt heute gemeinsam mit meiner Kollegin Julia Schäfer das E-Rezept für Deutschland vorstellen. Wir werden zunächst mal kurz darauf eingehen, was ist das E-Rezept? Wir werden Ihnen auch noch mal genauer erklären, wie sieht das E-Rezept in der Praxis aus? Was planen wir? Wie wird das E-Rezept für Stück eingeführt werden? Und zum Schluss gibt Ihnen meine Kollegin Julia Schäfer auch noch mal einen Einblick in unsere E-Rezept-App, in unsere E-Rezept-Werkstatt, nämlich die E-Rezept-App, die wir seitens der Gematik gerade dabei sind zu entwickeln. Ich starte zunächst mit, was ist das E-Rezept? Warum machen wir das? Wo kommen wir her? Ganz wichtig ist immer für mich, es sind im Moment im Jahr 500 Millionen Papierrezepte, die erstellt werden, die von Ärzten erstellt werden, ausgedruckt, unterschrieben, von Patienten in die Apotheken übertragen und in den Apotheken dann anschließend wieder digitalisiert und gegenüber der Krankenkasse abgerechnet werden und dann vor allen Dingen auch noch aufbewahrt werden.
werden. Und genau diesen Prozess, der im Übrigen auch ein zentraler Versorgungsprozess ist, den möchten wir in Zukunft digitalisieren und dabei für alle auch möglichst einfach gestalten. Wer sind alle, auf die wir dabei insbesondere achten? Das ist etwas, was hier auf der nächsten Folie nochmal dargestellt wird. Es geht uns dabei insbesondere darum, zum einen auf Ärzte, die wir hier auf der linken Seite dargestellt haben, Patienten, aber auch Apotheken, für die jeweils zu sorgen, dass das E-Rezept auch in Zukunft einfach handhabbar ist, so wie die meisten von uns es eigentlich auch für das Papierrezept kennen und wie wir es gewohnt sind. Beim Arzt war es uns in der Konzeption, in der Gematik daher besonders wichtig, dass wir darauf achten, dass Verordnungen aus einem Guss in Zukunft erstellt werden können. Das heißt, Sie kennen es auch heute schon, ein Papierrezept stellen Sie heute, wenn Sie es erstellen, vermutlich in den meisten Fällen schon in Ihrem Praxisverwaltungssystem aus. Das bleibt in Zukunft auch so. Nur statt, dass Sie heute zum Drucker gehen und es anschließend unterschreiben, können Sie all das in Zukunft direkt schon in Ihrem Praxisverwaltungssystem machen, alles elektronisch und digital. Es ist also kein Ausdruck mehr notwendig, aber ein Ausdruck ist auch weiterhin möglich. Wir möchten gerne den Übergang von dem Prozess ins Digitale auch langsam und geschmeidig gestalten, sodass diejenigen, die einen Ausdruck weiterhin wünschen, ihn auch weiterhin bekommen können. Und darüber hinaus haben gesetzlich Versicherte auch einen Anspruch, weiterhin einen Papierausdruck zu erhalten, sofern sie nicht mit der App hantieren möchten. Was wir jetzt anstreben, ist aber auf jeden Fall längerfristig weniger Papierlogistik. Patienten haben die Wahl. Sie haben die Wahl in mehrfacher Hinsicht. Ich hatte gerade schon gesagt, die haben einen gesetzlichen Anspruch darauf, sofern sie das wünschen, weiterhin einen Papierausdruck zu erhalten. Sofern sie das aber nicht wünschen, digital affin sind, können Patienten in Zukunft E-Rezepte auch mit einer App verwalten. Diese App werden wir Ihnen nachher auch noch kurz zeigen, wie wir die gestalten. Seitens der Gematik sind wir gerade dabei, die umzusetzen. Was uns dabei insgesamt auch sehr wichtig war, wir kennen das alle, Papierrezepte kann man auch weitergeben, kann es an einen Nachbarn geben, der es in der Apotheke für einen abholt. Auch das soll in Zukunft unter digitalen Prozessen möglich sein, sowohl mit dem Papierausdruck als auch mit der E-Rezept-App. In der Apotheke schließlich, da passieren ja heute die meisten Medienbrüche, da möchten wir in Zukunft das auch erleichtern, indem E-Rezepte gleich schon von vornherein direkt elektronisch im Warenwirtschaftssystem ankommen. Und zwar unabhängig davon, ob der Patient mit der E-Rezept-App hantiert oder ob er mit einem Papierausdruck ankommt. In der Apotheke ist deswegen kein Suchen mehr notwendig, kein Eingeben und auch keine Fehler beim Scannen mehr. Das Rezept ist da, bevor der Patient da ist. Und auch sollten zwischen Arzt und Apotheke dann nochmal Klärungen notwendig sein bezüglich der Inhalte, wird es in Zukunft viel einfacher und kann direkt erfolgen. Auf dem nächsten Bild habe ich nochmal mitgebracht, wie kann man sich insgesamt diesen Prozess vorstellen, den ich hier gerade schon erklärt habe. Und hier nochmal eine schematische Abbildung, wer daran wie beteiligt ist. Ich hatte schon gesagt, auf der linken Seite ist es der Arzt, der Zahnarzt, die Ärztin, Zahnärztin in der Praxis im Krankenhaus, die ein E-Rezept verschreiben. Sie machen das in ihrem Praxisverwaltungssystem und versehen es dort auch sofort mit einer qualifizierten elektronischen Signatur und speichern das E-Rezept dann anschließend sicher im Fachdienst in der Telematik-Infrastruktur ab. Da ist es sicher abgelegt und ist auch vor Zugriff von nicht berechtigten Personen geschützt. Der Patient kann seine E-Rezept-App verwenden oder erhält in der Praxis einen Papierausdruck. Wichtig an der Stelle ist, wenn er zum Beispiel wenn er die App verwendet, dann ist es nicht notwendig, dass der Arzt dem Patienten nochmal ein E-Rezept zuschickt, den Token zuschickt oder wie auch immer, sondern der Arzt legt das E-Rezept im Fachdienst ab und der Patient kann sich anschließend mit seinem Smartphone sein E-Rezept automatisch herunterladen. Frau Schäfer wird Ihnen nachher dann auch nochmal zeigen, wie das genau funktioniert. Der Patient hat dann den 2D-Code, mit dem er die Apotheke berechtigt, ein Rezept aus dem Fachdienst herunterzuladen und das Medikament anschließend abzugeben.
Was hier noch, in der Apotheke findet dann anschließend auch noch eine Abrechnung gegenüber der Krankenkasse statt. Das ist etwas, was wir in der Gematik allerdings nicht mehr betrachtet haben, sondern was außerhalb der Telematik-Infrastruktur stattfindet und wo die Vertragspartner auch gerade die Verträge und die Vereinbarungen dazu treffen, damit es auch in Zukunft im E-Rezept ablaufen kann. Wie sieht nun das E-Rezept konkret in einer Arztpraxis aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht dort der Tagesablauf aus, wenn in Zukunft keine Papierrezepte mehr für verschreibungspflichtige und apothekenpflichtige Medikamente verschrieben werden, sondern das über das E-Rezept funktioniert? Da haben wir nochmal aufgelistet für Sie, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen, was sind die wesentlichen Schritte. Ich hatte auch schon gesagt, ein E-Rezept wird qualifiziert elektronisch signiert mit Hilfe des Heilberufsausweises. Und von daher ist es wichtig, dass der Arzt, die Ärztin initial zum Beispiel am Morgen erstmal den Heilberufsausweis im Kartenterminal einsteckt und eine PIN eingibt. Damit ist dann die Komfortsignatur aktiviert. Wir nennen das Komfortsignatur, um eine qualifizierte elektronische Signatur zu ermöglichen. Komfortsignatur nennen wir es deswegen, weil das natürlich eine echte Unterschrift sozusagen, aber eben digital, elektronisch eines Arztes ist. Und es muss sichergestellt sein, dass es tatsächlich der Arzt ist, der das ermöglicht. Um die qualifizierte elektronische Signatur zu ermöglichen, ist die PIN-Eingabe erforderlich. Und wir haben die Komfortsignatur so eingestellt, dass bis zu 250 Signaturen oder E-Rezepte innerhalb von 24 Stunden mit einer Eingabe der PIN ermöglicht werden. Das ist eben die Komfortsignatur. E-Rezepte können dann über den Tag oder bis diese Anzahl erreicht ist, im Praxisverwaltungssystem ausgefüllt werden und sie können auch unterschrieben werden. Wichtig dabei ist auch, E-Rezepte werden in Zukunft auf Vollständigkeit überprüft, ob alle Informationen enthalten sind oder zum Beispiel auch die Unterschrift enthalten ist. Und erst dann können sie im Fachdienst der Telematik-Infrastruktur abgelegt werden. Was noch wichtig ist außerdem, es findet vielleicht heute auch schon vielfach statt, dass das bisherige Papierrezept schon vorausgefüllt ist und der Arzt unterschreibt dann noch. Auch das ist in Zukunft möglich. Ein Rezept kann vorausgefüllt werden, auch vom Praxispersonal. Wichtig ist die elektronische Unterschrift, die muss dann vom Arzt erfolgen. Im Praxisverwaltungssystem löst der Arzt dann die qualifizierte elektronische Signatur aus und wenn er das getan hat, wird anschließend das E-Rezept in der Telematik-Infrastruktur abgespeichert. Und wichtig an der Stelle ist auch, dass ein Rezept auch heute besteht ja schon aus mehreren Verordnungszeilen und in Zukunft wird jede Verordnungszeile tatsächlich auch ein E-Rezept sein, das auch qualifiziert elektronisch unterschrieben wird. Das passiert aber dann beim Ausstellen automatisch. Da muss man sich keine Gedanken darüber machen. Da unterstützt das Praxisverwaltungssystem. Optional als letzten Schritt, ich hatte es schon gesagt, gesetzlich Versicherte haben einen Anspruch auf einen Papierausdruck. Wir gehen am Anfang davon aus, dass sicherlich viele das auch noch wünschen werden, weil die App noch nicht so bekannt ist. Wenn der Patient das wünscht, kann er also auch einen Papierausdruck in der Praxis ausgehändigt bekommen. Wichtig ist aber dabei, es ist nicht notwendig, den Papierausdruck zu unterschreiben. Wie er genau aussieht, den zeigen wir dann auch gleich noch. Es gibt also insgesamt in Zukunft, das zeigt diese Folie nochmal, mehrere Wege, wie in Zukunft ein E-Rezept vom Arzt in die Apotheke überbracht werden kann. Wir haben einerseits, ganz links ist hier dargestellt, die Patienten-App, die App, mit der ein Patient in die Apotheke geht. Und wir gehen davon aus, dass das mittelfristig auch der Standardweg ist, über den Rezepte in die Apotheke vermittelt werden. Es ist kein Ausdrucken mehr notwendig und der Patient kann längerfristig auch Mehrwerte darin haben. Er sieht darin nämlich zum Beispiel, wenn auf Basis eines Rabattvertrages ein anderes Medikament abgegeben worden ist, als ursprünglich in der Verordnung enthalten war, dann bekommt der Patient das in seiner App angezeigt und aktualisiert.
in der Mitte noch ein bisschen klein. In der nächsten Folie zeige ich es Ihnen noch mal größer. So wird in Zukunft der Papierausdruck aussehen. Und wir gehen davon aus, dass mindestens in der Einführungsphase das erstmal das wichtige Szenario sein wird, wie E-Rezepte überbracht werden. Es ist vor allen Dingen auch der Standardweg für Versicherte ohne Smartphone, aber es ist keine Unterschrift mehr aus diesem Papier notwendig. Und je stärker sich die App verbreiten wird, desto mehr wird dieser Zettel dann vielleicht auch in Zukunft eine geringere Rolle spielen. Ganz rechts haben wir nochmal mitgebracht, das klassische Papierrezept, so wie wir es heute auch bisher kennen. In bestimmten Fällen wird dies auch weiterhin verwendet werden, nämlich zum Beispiel bei Haus- und Heimbesuchen oder bei technischen Problemen, wenn die Telematikinfrastruktur ausfällt oder kein Internet vorhanden ist. Dieses Papierstück kann dann so wie heute bisher auch weiterhin verwendet werden. Die genauen Regelungen dafür haben die Bundesmantelvertragspartner getroffen. Auf der nächsten Folie habe ich jetzt nochmal mitgebracht, nochmal etwas größer, damit Sie sehen können, wie der Papierausdruck in Zukunft aussehen wird. Es wird, also da handelt sich dabei um ein A5-Format, so ist es festgelegt. Das kann aber natürlich auch auf einem A4-Papier ausgedruckt werden in der Praxis. Ja, es ist, wird in Zukunft auch für weitere E-Verordnungen nachgenutzt werden. Da haben sich die Bundesmantelvertragspartner von vornherein schon sich das so überlegt, damit man da nicht jedes Mal ein neues Layout mehr machen muss. Und wichtig ist, das hatten wir auch schon gesagt, es ist keine Unterschrift mehr notwendig und es ist keine eigenständige Verordnung, so wie heute der rosa Zettel ja eine Urkunde sozusagen darstellt. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Welche Verbesserungen bringt das E-Rezept in Zukunft in der Praxis? Wichtig ist zunächst mal natürlich, es ist kein händisches Unterschreiben mehr notwendig, kein Hin- und Herwechseln, sondern direkt in einem Zug kann das E-Rezept ausgestellt, unterschrieben und in die Telematikinfrastruktur eingestellt werden. Der Versicherte bekommt den Ausdruck nur dann, wenn er ihn tatsächlich wünscht. Und mit der Komfortsignatur können Rezepte in Zukunft komfortabel, elektronisch und vor allen Dingen auch fälschungssicher unterschrieben werden. Es gibt bestimmte Daten, die in einem Rezept notiert werden müssen, so wie heute schon auf dem Formular haben Sie bestimmte Felder. In Zukunft wird es auch eine Prüfung auf Vollständigkeit geben, sodass auch Sie unterstützt werden beim Ausfüllen dieses Formulars und es weniger Rückfragen gibt, zum Beispiel mit Apotheken, weil das Formular, das Ausfüllen des Formulars gleich von vornherein bei der Eingabe schon überprüft wird. Insgesamt haben wir sehr darauf geachtet, dass weniger administrative Prozesse in Zukunft stattfinden. Zum Beispiel, es müssen keine Rezeptformulare mehr vorbestellt werden. Das E-Rezept ermöglicht natürlich auch in Zukunft die Fernbehandlung, die dann vollständig digital möglich ist, weil der Arzt dem Patienten auch ein Rezept ausstellen und überreichen kann, ohne dass sie sich persönlich treffen müssen, sondern der Patient kann es sich direkt auf seine App zum Beispiel herunterladen. Wir werden das E-Rezept in Zukunft auch weiter ausbauen und es werden auch die Dokumentationspflichten in Zukunft elektronisch abgebildet werden. Das betrifft vor allem sowas wie BTM-Rezepte, die in Zukunft dann auch noch kommen werden. Wie sieht es nun in der Praxis aus? Wie können Sie sich auf das E-Rezept vorbereiten? Da ist zunächst einmal das Wichtigste, den elektronischen Heilberufsausweis. Falls Sie diesen nicht schon haben oder nicht schon bestellt sind, dann von uns die Bitte an Sie, bestellen Sie sich Ihren elektronischen Heilberufsausweis. Sie benötigen ihn sowohl für die EPA als in Zukunft auch für das E-Rezept. Dann ist natürlich auch ein Update Ihres Praxisverwaltungssystems notwendig. Wenden Sie sich dafür bitte am besten an Ihren IT-Dienstleister oder den Systemhersteller, die für Sie das Update durchführen. Es ist darüber hinaus auch ein Update des Connectors notwendig, weil die Komfortsignatur erst mit einem neuesten Update enthalten ist. Auch da wenden Sie sich bitte an Ihren Systemhersteller, der das dann für Sie durchführen kann.
Falls Sie noch weitere Informationen zum E-Rezept haben und weitere Fragen haben, wissen möchten, wie das genau funktioniert und was Sie tun müssen hierfür, wir haben hier unsere Adresse www.daserezeptfuerdeutschland.de. Da finden Sie nochmal viele zusätzliche Informationen und auch Checklisten, was genau zu tun ist. Ich möchte aber jetzt nochmal, bevor ich dann an meine Kollegin Julia Schäfer übergebe, Ihnen nochmal kurz erläutern, wie geht es jetzt weiter? Wie wird das E-Rezept eingeführt? Zunächst mal, der Gesetzgeber hat ja vorgesehen, dass wir ab dem 1.7.2021 die Einführung des E-Rezepts starten. Wir werden das zunächst mal jetzt in einer Testphase in einer Fokusregion, nämlich in Berlin-Brandenburg, umsetzen. Und da werden 60 Arztpraxen und 120 Apotheken erstmal an das E-Rezept angeschlossen sein und E-Rezepte ausstellen. Ziel ist es, dass wir vor allen Dingen die Anwendung evaluieren und erste Erfahrungen damit sammeln. Es geht dann weiter. Im vierten Quartal startet dann die bundesweite Einführungsphase und wir werden dann die Verfügbarkeit und die Akzeptanz steigern. Und ganz am Ende, ab 1. Januar 2022, wird dann das E-Rezept für gesetzlich Versicherte und für die Verschreibung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln verpflichtend sein. Und wir werden dann das E-Rezept im Alltag aller Akteure etablieren. Darüber hinaus hat uns der Gesetzgeber aber auch eine stufenweise Weiterentwicklung und Digitalisierung von zusätzlichen Rezepttypen mitgegeben. Und das haben wir hier nochmal kurz für Sie aufgelistet, damit Sie sehen, wie es über die Jahre hinweg mit dem E-Rezept weitergeht. Wir fangen an mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln, also der Verschreibung von apothekenpflichtigen Arzneimitteln, die wir jetzt zum 1.7. freiwillig in der Fokusregion Berlin-Brandenburg bzw. ab 1.1.2022 bundesweit für alle GKV-Versicherten ausrollen werden. Ab 1.1.2022 wird das E-Rezept dann für GKV-Versicherte eine verpflichtende Nutzung sein. Außerdem werden wir ab diesem Zeitpunkt auch PKV-Versicherte ans E-Rezept anschließen. Wir gehen dann weiter 2023 mit Betäubungsmittelrezepten, T-Rezepten. Ab 2024 können auch digitale Gesundheitsanwendungen verschrieben werden. Ab 2024 der Mitte des Jahres außerdem die häusliche Krankenpflege und außerklinische Intensivpflege. 2025 die Verordnung von Soziotherapien. Und dann 2026 kommen auch Heil- und Hilfsmittel mit dazu. In der ersten Stufe jetzt werden wir wird es Fertigarzneimittel, Wirkstoffverordnungen, Rezepturverordnungen und Freitextverordnungen geben. Das sind die verschiedenen Rezepttypen, die im Moment am Verstand verschrieben werden können. Und als allerletzte Folie, jetzt bevor wir gleich in die Werkstatt gehen, habe ich hier nochmal mitgebracht, wie wir seitens der Gematik uns auch in Zukunft die Weiterentwicklung vorstellen. Mein Kollege Herr Mehl hat Ihnen gerade schon vorgestellt, wir haben die EPA. Er hat auch den elektronischen Medikationsplan erwähnt. Und was wir in Zukunft planen, ist eine Weiterentwicklung und Zusammenwirken dieser Anwendungen, sodass Versicherte, aber auch die Ärzte und Apotheker einen möglichst hohen Nutzen daraus ziehen. Nämlich das E-Rezept, das vor allem die Versorgung ermöglicht, der elektronische Medikationsplan, der alle Beteiligten über die Medikamente und dabei auch OTC-Medikamente informiert, die Versicherte zu sich nehmen, und die EPA, in der die Informationen zusammenlaufen und für alle Beteiligten zur Verfügung stehen. Ich bin damit soweit mit meinem Part fertig und übergebe direkt weiter an meine Kollegin Julia Schäfer. Dann vielen Dank, Sabine, für die einführenden Erklärungen zum E-Rezept. Mein Name ist Julia Schäfer. Ich bin auch Produktmanagerin bei der Gematik für das elektronische Rezept und möchte Ihnen jetzt einen Einblick in die Werkstatt unserer App geben. Auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen aber zunächst einmal erklären, wie wir bei der App-Entwicklung vorgehen. Und zwar haben wir uns für einen nutzerzentrierten Ansatz entschieden. Das heißt, wir haben von Beginn an in regelmäßigen Abständen unseren Prototypen, also das, was ich Ihnen gleich zeigen werde, mit Fokusgruppen vertestet. Das heißt, wir haben Patienten, aber auch Apotheker und Ärzte gefragt, was sie zu der Darstellung der Prozesse in der App sagen.
Und vor allem waren natürlich die Patienten für uns sehr wichtig, da diese ja später die App bedienen müssen. Weshalb wir jetzt zuletzt auch mit Patientenorganisationen in Verbindung getreten sind und dort nochmal gezielte Nutzertests durchführen werden, um eben die Barrierefreiheit in der App sicherzustellen und dass auch alle Texte einfach und verständlich sind und wir somit insgesamt eine gute Benutzerführung in der App erreichen werden. Jetzt möchte ich Ihnen gerne einen Blick in den Mockup bieten. Dafür teile ich meinen Bildschirm. Eine Sekunde. Genau, Sie sehen jetzt den Mockup der App, also den Prototypen, wie wir uns als Produktmanager vorstellen, dass die App aussehen soll. Wir sind ja im Moment noch in Nutzertests, das heißt, einzelne Abläufe oder auch Texte können sich in der App durchaus noch verändern, bis sie dann am 1.7. im App Store und Google Play Store zur Verfügung steht. Stellen Sie sich vor, dass Sie die App gerade in dem jeweiligen Store gefunden haben, heruntergeladen haben und zum ersten Mal starten. Wir beginnen hier mit einem kurzen Einführungstext, wo wir erklären, was das E-Rezept ist und welche Rolle die E-Rezept-App in diesem Prozess spielt. Und wir erklären an dieser Stelle auch bereits, dass mithilfe der elektronischen Gesundheitskarte eine Reihe an Zusatzfunktionalitäten in der App freigeschalten werden können, die ich Ihnen aber gleich direkt in der App zeigen werde. Der letzte Schritt in dem Onboarding ist dann noch das Lesen und Akzeptieren der Datenschutz- und Nutzungsbestimmungen. Und dann kann der Nutzer noch in einem letzten Schritt entscheiden, ob er uns helfen möchte, die App dauerhaft zu verbessern und damit dann dem Tracking zustimmen. Das ist natürlich alles anonym und ohne personenbezogene Daten, aber es hilft uns eben, die App dauerhaft zu verbessern. Das Ganze ist natürlich optional und kann auch jederzeit wieder deaktiviert werden. So, der Nutzer ist jetzt in der App drin und hat allerdings noch keine Verbindung zu der Telematik-Infrastruktur, wo die E-Rezepte gespeichert sind. Aber wenn ein Ausdruck von einem Arzt vorliegt, kann man hier den Scanner öffnen. Wir fahren bei jeder neuen Funktion immer so eine kurze Anleitung hoch. Das haben wir auch in den Nutzertests gelernt, dass das gewünscht ist. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, wie es weitergeht. Genau. Wenn ich vom Arzt einen Ausdruck erhalten habe zu einem E-Rezept, dann kann ich jetzt hier mit der App, mit der Kamerafunktion darauf halten. Und die App erkennt dann, wenn ich jetzt auf den Sammelcode halte, dass hier zum Beispiel 3 Medikamente verschrieben wurden. Ich kann das dann importieren und werde hier jetzt wieder darauf hingewiesen, dass ich noch keine Verbindung zur Telematik-Infrastruktur habe. Das heißt, ich bin jetzt in diesem anonymen Modus unterwegs, nennen wir das. Das heißt, ich habe keine Verbindung und kann nicht die Rezeptinformationen einsehen, sondern nur das, was ich auch eingescannt habe. Wenn ich jetzt hier also draufklicke, dann sehe ich den Code, den ich eben abfotografiert habe und das, was in diesem Code versteckt ist. Und das sind keine personenbezogenen Daten oder Rezeptinformationen, sondern nur dieser Access-Code und die Task-ID, mit dessen Hilfe der Apotheker, die Apothekerin dann später das E-Rezept in der Telematik-Infrastruktur aufrufen kann. Ich kann also auch mit diesem eingescannten E-Rezept-Code zur Apotheke gehen und diesen vorzeigen und bekomme dann meine Medikamente. Wenn ich mich jetzt in der App anmelden möchte, um zum Beispiel neue Rezepte zu empfangen oder die Rezepte hier zu entschlüsseln, also die Rezeptinformationen anzusehen, klicke ich hier auf Anmelden. Dann startet der Anmeldeprozess und ich werde erstmal informiert, was ich benötige. Das ist im ersten Schritt eine NFC-fähige Gesundheitskarte, also eine neue Gesundheitskarte für die allermeisten. Man erkennt das daran, dass hier unter der Deutschlandfahne eine 6-stellige Nummer aufgedruckt ist, die sogenannte Zugangsnummer oder CAN genannt. Wenn die fehlt auf meiner Karte, dann muss ich mir eine neue organisieren und die bekomme ich bei meiner Krankenkasse. Diese Karte ist natürlich kostenlos und ich habe auch einen gesetzlichen Anspruch darauf, diese zu bekommen. Ich muss sie mir nur anfordern. Wenn ich die Nummer hier auf meiner Karte finde, tippe ich die hier ab. Und der nächste Schritt ist dann, dass ich eine PIN eingeben muss. Auch diese PIN haben die allermeisten wahrscheinlich noch nicht zu Hause und müssen deshalb bei der Krankenkasse nochmal anrufen und eine PIN anfordern.
Auch diese wird dann über ein sicheres Identifikationsverfahren ausgegeben. Und wenn ich die habe, kann ich die hier eingeben. Und dann bieten wir den Nutzern an, diese Zugangsdaten, also die Zugangsnummer und die PIN, auf dem Gerät zu speichern und mit Hilfe von biometrischen Verfahren zu ersetzen. Das heißt, biometrische Verfahren ist zum Beispiel Face ID oder Fingerabdruckscan, was ich dann hier aktivieren kann. Das wird dann einmal im Gerät überprüft, ob ich das hinterlegt habe und aktiviert. Und dann habe ich noch einen allerletzten Schritt bei der Anmeldung. Und zwar muss ich die Gesundheitskarte an die Rückseite von meinem Smartphone halten, wie das hier in der Animation auch dargestellt ist. Und dann wird über die NFC-Schnittstelle werden die Eingaben überprüft. Und wenn das alles funktioniert hat, bin ich jetzt erfolgreich an der Telematik-Infrastruktur angemeldet und empfange jetzt alle Rezepte, die mir in den letzten 100 Tagen ausgestellt werden und natürlich dann auch wieder jedes neue Rezept, was mir ein Arzt ausstellt. Der große Vorteil ist jetzt, dass ich die Rezeptinformationen einsehen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke, sehe ich alles, was der Arzt hier in das Rezept reingeschrieben hat. Wenn Einnahmehinweise zum Beispiel von der Apothekerin, dem Apotheker ergänzt wurden, geändert wurden, wird mir auch das hier angezeigt. Informationen wie das Out-Idem-Kreuz oder Noctu werden in der App in einer patientenverständlichen Form beschrieben. Genau, das kann ich mir dann hier alles anschauen. Und wenn ich jetzt in diesem angemeldeten Modus meine Rezepte einlösen möchte, dann klicke ich hier auf Jetzt einlösen und habe zwei Optionen. Entweder ich stehe schon in der Apotheke, dann klicke ich hier drauf. Auch hier kommt wieder eine kleine Anleitung. Überspringe ich jetzt mal. Dann wird mir der Sammelcode angezeigt, den ich dann in der Apotheke vorzeigen kann. Ich kann mir auch hier nochmal die Einzelcodes anzeigen, falls ich nur ein Rezept von meinen drei Rezepten einlösen möchte. Und bekomme dann meine Medikamente. Wenn ich angemeldet bin an der Telematikinfrastruktur, kann ich auch mein Rezept digital übermitteln. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze oder noch beim Arzt in der Praxis stehe, kann ich hier draufklicken auf Reservieren und Bestellen. Auch hier kommt wieder eine kleine Anleitung, die ich überspringe. Und bekomme dann eine Liste angezeigt von allen Apotheken, die es gibt. Und diese wird zunächst in einer alphabetischen Reihenfolge angezeigt. Ich kann den Standort freigeben. Dann werden mir die Apotheken nach Entfernung sortiert. Ich kann die Suchfunktion nutzen. Wenn ich zum Beispiel immer bei meiner Pegasus-Apotheke bestelle, dann kann ich das hier eingeben und muss nicht erst bis P runterscrollen, sondern finde sie direkt mit zwei Klicks. Oder wenn ich flexibel bin, kann ich mir hier auch einfach einen Filter einstellen, dass ich jetzt eine Apotheke suche, die einen Botendienst anbietet oder eine Beratung auf einer bestimmten Sprache. Und dann kann ich hier eine geeignete Apotheke auswählen. In unserem Fall ist es jetzt die Galenos-Apotheke. Hier kann ich draufklicken und bekomme dann die Details zu dieser Apotheke angezeigt, wie die Öffnungszeiten oder auch Kontaktinformationen. Und je nachdem, welche Optionen die Apotheke anbietet, auch die verschiedenen Belieferungsvarianten. In der Vorortapotheke kann ich natürlich mein Rezept zur Abholung reservieren. Da klicke ich dann hier drauf und wähle nochmal aus, welche meiner einzelnen Rezepte ich dort einlösen möchte und schicke dann diese Rezepte an die Apotheke. Diese empfängt die Rezepte in ihrem Warenwirtschaftssystem und kann den Patienten dann noch informieren, wenn die Medikamente für ihn in der Apotheke bereit liegen. Wenn die Apotheke einen Botendienst anbietet, dann kann ich diesen hier auch anfragen. Hierfür ist es notwendig, dass ich eine Telefonnummer eingebe, damit ich beraten werden kann telefonisch und auch die Lieferdetails klären kann. Wenn ich die hier eingegeben habe, wird das Rezept an diese Apotheke übermittelt und ich werde von der Apotheke kontaktiert. So, die dritte Option ist, wenn die Apotheke eine Versandhandelslizenz hat, dann kann sie natürlich auch den Versand anbieten. Dann kann ich hier draufklicken, wieder auswählen, welche Rezepte ich dort einlösen möchte. Und dann ist in diesem Schritt das Besondere, dass ich die Bestellung nicht in der E-Rezept-App abschließe, sondern dass ich das Rezept an diese Apotheke übermittel und die Apotheke mir im Hintergrund einen digitalen Warenkorb zusammenstellt,
und ich dann diesen Warenkorb auf deren Webshop öffnen kann und dort die Bestellung abschließen kann. Das heißt, dort werde ich dann meine Rezepte, meine Medikamente im Warenkorb finden, kann gegebenenfalls auch noch OTC-Präparate dazu bestellen, die Lieferadresse ändern und auch Bezahlinformationen hinterlegen. Wir haben in der App noch zwei Zusatzfunktionalitäten. Das ist der sogenannte Demo-Modus. Mit diesem Demo-Modus kann ich mir alle Funktionalitäten, die hinter diesem Anmeldeprozess liegen, simulieren und mir somit einen Eindruck verschaffen, was die App alles kann, wenn ich mir die Gesundheitskarte hole. Und ein weiteres Zusatzfeature zur Sicherheit ist, dass ich mithilfe von Face ID oder Touch ID den Start der App absichern kann. Das heißt, jedes Mal, wenn ich die App starte, muss ich mich hier mit Face ID oder Touch ID authentifizieren, um diese zu öffnen. Genau, soweit zu der App, wie wir sie zum 1.7. planen. Wir sind schon jetzt dabei, Weiterentwicklungen zu planen. So soll es zum Beispiel auch zukünftig möglich sein, mein Rezept bei bis zu 3 Apotheken anzufragen, beziehungsweise die Verfügbarkeit von meinen Medikamenten bei 3 Apotheken anzufragen. Und es soll auch möglich sein, dass ich verschiedene Gesundheitskarten, zum Beispiel von meiner Tochter oder von meiner pflegebedürftigen Mutter, in meiner E-Rezept-App anmelden kann, sodass ich dann auch die Rezepte von diesen Personen in meiner E-Rezept-App empfangen und verwalten kann. So viel zu dem Einblick in die E-Rezept-App. Ich übergebe jetzt für die Diskussionsrunde an den Herrn Dr. Grebe. Ja, vielen Dank, Frau Schäfer, und vielen Dank, Frau von Schlippenbusch, für die sehr detaillierten Ausführungen zum E-Rezept. Ich denke, was wir gehört haben, ist ja schon sehr aufschlussreich, weil uns das natürlich doch mal darauf hinweist, dass es zwar einfach sich anhört, aber im Detail doch recht kompliziert ist. Und ich würde das jetzt so machen mit der Diskussion und mit den Fragen, dass ich jetzt als erstes mal die Fragen alle sammel, die zum E-Rezept aufgelaufen sind, und es Ihnen beiden überlasse, wer von Ihnen beiden antwortet. Und dann übergebe ich anschließend an meinen Kollegen und Co-Moderator, Herrn Schmidt. Der wird dann die Fragen zur EPA zusammenfassen, und am Schluss werden wir dann eine kleine Verabschiedung machen. Gut. Ich würde mal ganz gerne einleiten, noch mal eine Sache kurz sagen. Also ich bin, wie viele Kollegen auch, natürlich jetzt in die Impfung eingebunden mit Corona und komme auch gerade aus einem langen Tag mit vielen Impfungen. Und wenn ich mir angucke, dass wir an dem heutigen Tag, dass ich, weiß ich nicht, unendlich viele Unterschriften geleistet habe, mehrere Zettel ausgefüllt, rumgedreht, wieder ausgefüllt habe, Impfpässe ausgefüllt habe, nachgeschaut habe, dann dachte ich, habe ich gerade so gedacht, meine Güte, das ist ja ein Zustand, der ist noch weit entfernt von Digitalisierung, also wirklich weit davon entfernt. Und dann haben Sie jetzt eine schöne neue Welt vorgestellt mit E-Rezept. Das klingt natürlich alles sehr, sehr zukunftsfreudig, aber ich weiß immer noch nicht so genau, ob wir tatsächlich in dieser kurzen Zeit, diese Achse, die Sie da aufgemalt haben, da alle ankommen. Ja gut, das wollte ich nur mal vorausschicken, und jetzt kommen wir schon zu den ersten Fragen. Und die wichtige Frage ist die auch wahrscheinlich viele: Wie ist das mit der elektronischen Signatur? Also muss ich in einer Praxis, wo ja meistens mehrere Sprechzimmer sind oder sogar mehrere Ärzte sind, muss ich da an jedem Arbeitsplatz eine Signaturmöglichkeit haben? Oder wie kann ich das möglichst ökonomisch gestalten, dass das nicht überall in jedem Sprechzimmer steht? Vielleicht kann da jemand von Ihnen beiden zu antworten. Genau, das kann ich sehr gerne. Ja. Es ist schon so, dass Sie, um die elektronische Signatur zu ermöglichen, an sich in jedem Sprechzimmer, an jedem Arbeitsplatz auch ein Kartenlesegerät benötigen, in das Sie den elektronischen Heilberufsweis ausstecken können.
Also ja, Sie werden in Ihrer Praxis aufrüsten müssen und zusätzlich Kartengeräte anschaffen. Bitte schauen Sie hier auch nochmal bei der KBV nach. Es werden nämlich wird die Anschaffung von zusätzlichen Kartenlesegeräten auch gefördert und unterstützt. Gut, in diesem Zusammenhang die weitergehende Frage noch. Im normalen Praxisbetrieb ist es ja so, dass der überwiegende Teil der Rezepte von den medizinischen Fachangestellten zusammengestellt wird. Also die übernehmen praktisch die Rezeptausfüllung. Und wie läuft das dann mit der Signatur? Also wie muss man sich das vorstellen? Sonst ist es üblicherweise so, dass die MFAs, die fertig ausgefüllten Rezepte dahinlegen und der Arzt oder die Ärztin geht dorthin und unterschreibt dann sozusagen 10 Rezepte auf einmal. Und wie kann man das jetzt für das elektronische Rezept sich vorstellen? Das ist auch, wird in Zukunft auch weiterhin so möglich sein. Deswegen hatte ich auch vorhin schon gesagt, es muss nicht der Arzt ein Rezept vollständig ausfüllen, sondern die Vorbereitung, das Vorausfüllen aller Datenfelder kann auch die MFA durchaus schon vorbereitend machen. Und ich kann auch weiterhin in Zukunft 10 Rezepte dem Arzt zur Unterschrift hinlegen. Der Unterschied ist nur der Arzt muss es in Zukunft nicht mehr mit dem Stift und dem Zettel machen, sondern er kann es direkt elektronisch, digital sich 10 Rezepte hinlegen und kann diese 10 Rezepte nacheinander automatisiert vom System unterstützt unterzeichnen. Das wird in Zukunft auch möglich sein und wir hoffen, dass es auch einfacher und schneller geht dann. Okay. Eine Frage an die Frau Schäfer ging noch in die Richtung. Wir haben ja als Internistinnen und Internisten haben wir nun auch eine Altersgruppe in unseren Praxen, vor allem in den hausärztlichen Praxen, aber auch in den fachärztlichen Praxen, die deutlich über 65 sind, also ältere Patienten. Und da gibt es ja noch einen großen Anteil, die haben kein Smartphone. Wie wird man denn mit denen langfristig umgehen? Also da wird es ja auch nicht so schnell eine App geben für die. Was machen wir mit denen denn? Genau, für die Patienten, die kein Smartphone haben oder benutzen möchten für ihre Rezepte, haben wir ja immer noch die Lösung von dem Ausdruck. Also für die Patienten, die kein Handy haben, wird sich eigentlich nicht viel ändern. Die bekommen statt des Muster 16 Formulars den E-Rezept-Ausdruck und können damit in ihre Stammapotheke gehen und bekommen ganz wie im Moment auch ihre Medikamente. Eine Frage oder Fragen ranken sich auch um die Privatrezepte. Da gab es einige Kollegen, die gefragt haben, die privat selber versichert sind oder auch privat ärztlich tätig sind, die stellen häufig Privatrezepte mit der Hand aus, auch für sich selbst und reichen die an die Krankenkasse ein, an die private Krankenkasse. Wie wird das denn in Zukunft sein? Also ich stelle mir jetzt mal so vor, ganz praktisch, es ist jemand, der ist langjährig ärztlich als Vertragsarzt tätig gewesen, ist dann in Rente gegangen und nimmt immer Blutdrucksenker und dann hat er sich das immer selber aufgeschrieben und das in der Apotheke eingelöst. Jetzt hat er ja keine Telematik mehr, keine ganze Infrastruktur mehr. Kann er das trotzdem noch weitermachen? Ja, also für den Fall wird es auch weiterhin möglich sein, die Rezepte auf den Privatrezepten per Hand auszustellen. Also das E-Rezept gilt ja auch nur, wenn die technischen Voraussetzungen geschaffen sind und eben ein Zugriff auf die Telematikinfrastruktur möglich ist. Wenn diese nicht gegeben sind, können die Privatrezepte natürlich auch weiterhin auf Papier ausgestellt werden. Gut, dann war noch eine Frage, wenn sich ein Patient einen Papierausdruck geben lässt und dann gleichzeitig eine App hat, kann er das Rezept dann doppelt einlösen, einmal mit der App und einmal mit dem Papierausdruck. Oder wird das dann irgendwann, wird das dann entwertet, das eine gegen das andere? Frau von Schlippenbach vielleicht. Genau, da geantworte gerne ich, nein, das kann er nicht. Also ich hatte ja vorhin gezeigt, dass die E-Rezepte vom Arzt in dem Fachdienst in der Telematikinfrastruktur abgespeichert werden. Und genau das ist die Hauptaufgabe oder eine der Aufgaben dieses Fachdienstes, dafür zu sorgen, dass ein Rezept nur genau einmal eingelöst werden kann, unabhängig davon, wie der Patient es in die Apotheke überbringt. Wenn ein Rezept einmal vom Apotheker abgerufen worden ist, ist es gesperrt und kann nicht ein weiteres Mal eingelöst werden. Gut, dann gab es noch einen Hinweis hier von den Zuhörern, die von Ihnen genannte, ich glaube,
diese Internetseite genannt, das E-Rezept für Deutschland. Und da kam die Bemerkung, ich kenne die Seite noch nicht, habe mir das noch nicht angeguckt, kann das deswegen nicht objektivieren, dass die sehr patientenorientiert sei, diese Seite. Und ob es denn auch so etwas Ähnliches gäbe, was mehr so auf die Anwender aus der medizinischen Branche, also sprich Ärzte und vielleicht auch MFAs konfiguriert ist. Die Seite, die wir jetzt neu veröffentlicht haben, also das E-Rezept für Deutschland.de, hat als Zielgruppe die Patienten, das ist absolut richtig. Für die Leistungserbringer, also Ärzte, Ärztinnen und aber auch die medizinischen Fachangestellten und auf der anderen Seite dann auch wieder auf die Apotheker, haben wir auf der gematik.de-Seite eine große Liste an Fragen und Antworten. Wir haben dort auch eine Checkliste für die Ärzte zur Verfügung gestellt, die man sich runterladen kann, wo genau steht, welche Vorbereitungen ich treffen muss und wie das E-Rezept dann im Praxisalltag ablaufen wird. Also für die Ärzte ist die gematik.de-Seite und dann unter Anwendungen finden Sie Informationen zum E-Rezept. Das ist die richtige Anlaufstelle für Sie. Dann vielleicht nochmal abschließend so zwei speziellere Fragen, die mich jetzt auch persönlich beschäftigt haben. Sie haben auf Ihrer Zeitachse, ich weiß jetzt nicht, ob das Frau von Schlippenbach oder Frau Schäfer war, ich glaube, die Frau von Schlippenbach war das, gesagt, dass die Verordnung von Heil- und Hilfsmitteln, also vor allem von Heilmitteln, 2026 erst kommt. Jetzt muss man mal sagen, in der Praxis selbst ist das ja ein nicht unerheblicher Anteil von Rezepten, die wir jeden Tag ausstellen. Können Sie vielleicht mal irgendwie erklären, warum das erst so spät angedacht ist? Ja, das kann ich gerne erklären. Das hat vor allen Dingen auch damit zu tun, dass wir jetzt schrittweise auch weitere Gesundheitsberufe an die Telematikinfrastruktur anbinden möchten. Und gerade der Bereich Heil- und Hilfsmittel sind natürlich sehr viele Gesundheitsberufe, die heute noch gar nicht an der Telematikinfrastruktur dran sind. Und da werden wir auch noch eine Weile brauchen, bis sie dann vollständig da sind. Und deswegen hat uns der Gesetzgeber den Termin 2026 vorgegeben, weil zu diesem Zeitpunkt dann auch gewährleistet sein soll, dass wirklich alle an die Telematik-Infrastruktur angebunden sind und E-Rezepte bzw. die verschriebenen Hilfsmittel und Heilmittel dann auch abgeben können. Gut, und vielleicht dann als letztes nochmal die Frage, Sie hatten das erwähnt, dass man nach wie vor die üblichen Muster 16 Formulare verwenden kann beim Hausbesuch und so weiter. Jetzt ist ja so, auch Hausbesuch, da tut sich ja auch viel in puncto Digitalisierung. Und ich kann jetzt mal so aus meiner Erfahrung sagen, dass ich schon immer Hausbesuche gemacht habe, auch in Heimen. Und ich habe mir seit, weiß ich nicht, ich kann es jetzt gar nicht sagen, seit über 10 Jahren abgewöhnt, irgendwelche Rezepte da auszustellen. Also außer im Notfall. Ich rede jetzt mal nicht von Notfällen, weil es im Allgemeinen viel einfacher ist, das über die Praxisverwaltungssystem zu machen, das Rezept in die Apotheke, ja, also zu faxen, sage ich jetzt mal, ist zwar ein bisschen blöd, und dann sozusagen über diesen Weg eine ziemlich sichere vor Ort auch Deplädierung der Medikamente hinzubekommen, als wenn man da mit der Hand irgendwo ein Rezept vor Ort ausstellt. Also deswegen meine Frage, wird es denn da nicht auch in naher Zukunft eine Verbesserung der Digitalisierung außerhalb eines Standortes der Praxis geben? Gut, darauf antworte ich sehr gerne. Zum Ersten, ja, Sie können das natürlich auch in Zukunft und dann auch als E-Rezept in Ihrer Praxis ausfüllen, wenn das für Sie einfacher ist. Das geht selbstverständlich. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, ja, auch das sehen wir vor. Sie haben ja vielleicht auch gehört, die Gematik hat vor kurzem auch ein Papier zur TI 2.0 veröffentlicht. Und insbesondere im Rahmen der TI 2.0 werden wir vieles auch vereinfachen und ermöglichen. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man E-Rezepte ausstellen kann, indem man auch unterwegs ist. Dass wir also auch mobile Szenarien, nennen wir das, von unterwegs auch unterstützen kann. Ja, ist geplant auf unserer Seite. Wunderbar. So, und jetzt wirklich die allerletzte Frage, bevor ich an meinen Co-Moderator übergebe. Da war noch die Frage, ob es diese App, und das geht an die Frau Schäfer hauptsächlich, ob es diese App zukünftig in verschiedenen Sprachen gibt für andere für Migranten, die das dann auch besser handhaben können. Wir werden die App zum Start, also am 1.7. auf Deutsch, Türkisch und
Englisch natürlich bereitstellen. Und wir planen fürs zweite Halbjahr noch Polnisch und Russisch dazu zu nehmen. Und außerdem wollen wir auch eine leichte Sprache für die Patienten anbieten. Gut, dann würde ich jetzt mal den Part hier zu dem Thema E-Rezept abschließen. Ich sage nochmal, das, was ich jetzt in den letzten habe, waren auch sehr kritische Stimmen von Seiten der Apotheken. Wir haben auch mal von vielen Stellen die Bedenken gehört, dass die Vor-Ort-Apotheken darunter vielleicht leiden werden und auch einige da verschwinden werden, weil dann viele Patientinnen oder von Patienten die Online-Apotheken benutzen. Aber das ist eine politische oder berufspolitische Frage, die können wir jetzt hier an der Stelle nicht beantworten oder diskutieren. Aber ich denke, da wird noch vieles wahrscheinlich an Kritik oder an kritischen Fragen kommen. Erstmal vielen Dank an Sie beide, dass Sie das so souverän hier vorgetragen haben, und die Informationen, die werden wir nochmal sozusagen verdauen müssen. Und jetzt übergebe ich an meinen Co-Moderator Thomas Schmidt zu dem Komplex EPA elektronische Patientenakte. Thomas, bitte sehr. Ja, lieber Ivo, danke für die Überleitung. Wir werden ein bisschen aufs Gas drücken. Die Zeit ist fortgeschritten und es geht gleich los, Herr Mehl. Ich fange mal mit einer ganz einfachen Frage an, aber es wird noch komplizierter. Da geht es auch dann um die Frage, was brauche ich denn als Hardware? Die Kollegin oder der Kollege fragt, benötige ich für die Abläufe in der Praxis an jedem Arztarbeitsplatz ein Kartenlesegerät, weil die EGKV gesteckt sein muss, während ich die Daten der EPA einsehen kann. Ich meine, Sie hatten es vorher erwähnt, aber noch mal kurz, Herr Mehl. Genau, das ist natürlich nicht der Fall. Im Endeffekt braucht der Versicherte eigentlich nur seine EGK in das Kartenterminal stecken, wenn er selber keine Berechtigung über die App vergeben möchte. Insofern die Praxis oder der Arzt entsprechend über eine Berechtigung verfügt, die der Versicherte quasi vergeben hat, hat er dann entsprechend über den Zeitraum, den der Patient festlegen kann, das kann zwischen 1 und 180 Tagen in der EPA 1.0 sein, ab der EPA 2.0 auch auf Lebenszeit, hat er entsprechend Zeit, dann die Dokumente einzusehen und dann auch entsprechend, wenn sie für ihn spannend sind, lokal in seinem PVS halt runterzuladen. Also, wenn ich Sie richtig verstanden hatte, ist es ja so, dass der Patient praktisch sich anmeldet an der Praxis und entweder dann bereits im Vorfeld vor dem Termin die Freischaltung machen kann oder dann gegebenenfalls zum Termin praktisch bei der Anmeldung, wo er ja eh seine EGK einlesen lassen muss, das dann freischalten lässt. Ne? So, Exakt. die etwas schwierigere Frage, da dreht es sich dann auch wieder um den Datenschutz. Bei wem stehen denn die Server mit den Informationen der EPA? Sind die bei den Krankenkassen? Und dann noch eine Frage zur EPA-App. Hat da jede Krankenkasse eine eigene? Genau, also bei den Servern ist es so, dass die unterschiedlich verteilt in Deutschland stehen. Die haben nichts mit den Krankenkassen zu tun. Die sind georedundant aufgestellt. Das bedeutet einfach, wenn ein Server ausfällt, sind die Daten gespiegelt auf einem anderen Server, sodass im Endeffekt der Versicherte immer Zugriff auf seine Daten, beziehungsweise derjenige immer Zugriff auf die Daten haben kann, der die entsprechende Berechtigung hat. Also somit, dass der Service nicht ausfällt. Genau. In den Servern sind die Daten verschlüsselt und man muss im Endeffekt von beiden Seiten, also von der Versicherten wie auch von der Arztseite, die entsprechenden Entschlüsselungsmechanismen haben, um auf die Daten zuzuschauen. Also es würde schlusswegs nichts bringen, die Server zu hacken. Man würde verschlüsselte Daten bekommen und kann die nicht lesen. Dementsprechend der Versicherte mit seiner EGK und dem PIN, beziehungsweise einem alternativen Identitätsmerkmal oder eben entsprechend die Praxis, wenn sie berechtigt ist, dann über die Signaturkarte und den Konnektor sicher auf die Daten zuzugreifen, dann in den EPA-Aktensystem. Und bezüglich Ihrer Frage zu den Apps, es gibt derzeit drei große Anbieter, drei Konsortien, die quasi die Lösung kassenseitig entwickeln. Und die Kassen entscheiden sich entsprechend dann für eine Lösung oder haben sich entsprechend schon entschieden oder sind teilweise auch mit in der Entwicklung quasi involviert und bieten dann entsprechend eine Lösung den Versicherten an.
Die sind von den Funktionalitäten sind die nahezu identisch, also die Hauptfunktionalitäten, die können sich natürlich unterscheiden in Farbe. Die Barmer-App wird wahrscheinlich eine grüne Oberfläche haben, die TK-App eine blaue Oberfläche. Aber es wird wahrscheinlich auch sehr einfach sein, bei einem Kassenwechsel für einen Versicherten die Funktionalitäten halt wiederzufinden und sich zu orientieren. Also wenn ich das richtig verstanden habe, muss ja zumindest mal eine einheitliche Struktur in der EPA da sein, damit auch so Dinge wie Interoperabilität überhaupt zu gewährleisten sind. Genau, die Funktionalitäten sind natürlich, die Hauptfunktionalitäten sind überschaubar. Also es geht ja um entsprechend Berechtigung vergeben, Protokolle einzusehen und Dokumente zu verwalten. Grundsätzlich ist es so im Endeffekt, dass die einfach bedient werden können, diese Funktionalitäten. Es können aber auch weitere dazukommen, die beispielsweise aber zu Funktionalitäten gehören, die nicht unbedingt mit der EPA zu tun haben. Also zum Beispiel, wenn eine Kasse entscheidet, zum Beispiel ein Terminbuchungstool noch mit einzubinden in die EPA-App, bindet er es in die EPA-App ein, aber wiederum nicht in das Kassen, also nicht in die in das EPA-Aktensystem. Also der Gesetzgeber selber gibt nicht vor, wie diese EPA Frontend des Versicherten, also die Apps, wo er sich die Daten anguckt, auszusehen haben. Also da sind die Kassen freigestellt, das entsprechend zu designen. Wunderbar. Die nächste Frage ist eine Frage, die auch mir unter den Nägeln brennt. Die lautet nämlich, wenn der Patient oder die Patientin natürlich entscheiden kann, welche Befunde und Dokumente vor mir versteckt werden können, wie kann ich mir dann sicher sein, dass die Informationen, die ich bekomme, vollständig sind und darauf vertrauen, dass dies so ist? Da möchte ich nachschieben, hat der Patient auch Zugriff auf so sensible Bereiche wie die Notfallakte, also der Notfalldatensatz oder gar den elektronischen Medikamentenplan oder hat er das nicht? Und kann er zum Beispiel auch Arztkontakte löschen? Ich habe immer wieder das Problem, dass Patienten meinen, sie müssten sich eine Zweitmeinung holen und dann sollte aber der Arzt möglichst nicht wissen, was die Kollegin oder der Kollege vorher gefunden hat. Das sind zwei spannende Fragen. Im Endeffekt würde ich vielleicht auf die erste eingehen. Wie eingangs gesagt, wir reden hier bei der EPA um oder über die Akte des Patienten. Der kann im Endeffekt entscheiden, was er gerne in seine Akte reinstellt und wem er ihnen das zeigen kann, beziehungsweise auch, was er nicht reinstellt. Da ist es natürlich gewissermaßen eine Vertrauensbasis auch zwischen Arzt und Patient. Weil man muss ganz konkret jetzt sehen, wenn ich keine EPA habe, kann der Patient mir auch Sachen verheimlichen, die er mir nicht sagt, die da sind. Und man sollte halt immer sehen, dass der Arzt seine Entscheidung primär auf seiner Primärdokumentation trifft und im Endeffekt, dass die zusätzlichen Daten durch andere Ärzte, bei denen er in Behandlung ist, im Prinzip eine Ergänzung der Primärdokumentation ist. Also er kann schlussendlich dafür auch haftungsrechtlich nicht belangt werden, der Arzt, weil er schließlich Sachen auch nicht wissen kann, die ihm nicht gezeigt werden. Wunderbar, dann vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Es wird auch gefragt, was ist denn mit Patienten, die nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sind? Genau, da sprechen Sie ja ganz konkret auf die Privatversicherten an. Wie eingangs gesagt, die Privatversicherten werden ab dem Jahr 2022, also zum 01.01.2020 angebunden. Die PKV ist ja auch seit dem letzten Jahr wieder Gesellschafter mit bei der Gematik und damit auch ein großes Interesse, eben den Versicherten auch entsprechend eine Lösung anzubieten. Bei den PKV wird es so sein, dass manche PKV sich entscheiden, auch eine EGK anzubieten, manche wiederum aber nicht. Die bieten dann ein alternatives Anmeldeverfahren entsprechend an, um sich als Privatversicherter dann auch in die Akte anzumelden. Genau, also die Privaten werden das Ganze ergänzen ab dem nächsten Jahr. Wunderbar, und dann auch die obligatorische Frage nach der Hardware. Wenn ein Patient kein Smartphone oder Tablet hat, wie organisiert er dann seine EPA? Es gibt dafür natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise gibt es wahrscheinlich Versicherte, die sagen, sie wollen im Endeffekt kein Smartphone nutzen oder sie haben keins, sie möchten aber gerne eine EPA nutzen. Dementsprechend können sie dann direkt vor Ort in der Praxis mit ihrer EGK und dem PIN die Berechtigung vergeben für die Praxis und sich die Dokumente einstellen lassen und beispielsweise beim behandelten Facharzt dann entsprechend auch die Berechtigung vergeben und sich die Sachen dann quasi
also die Sachen dann sozusagen arztübergreifend genau übergeben, sie angucken lassen. Es wird aber auch die Möglichkeit geben, wie schon gesagt, eines stationären Desktop-Clients. Also es wird die Möglichkeit geben, ab dem Jahr 2022 entsprechend auch über einen PC oder über einen Laptop, also auch ein großformatiges Gerät, entsprechend auf die Akte zuzugreifen, mit denselben Funktionalitäten, identisch zur App, um beispielsweise das in einem größeren Bildschirm oder wenn einem es nicht geheuer ist, über die Smartphone-App zu machen. Genau, es wird unterschiedliche Möglichkeiten geben und wie schon gesagt, es geht durch die Vertreterregelung auch beispielsweise gerade für Ältere oder Patienten, die beispielsweise eine Behinderung haben oder aus irgendwelchen Gründen das Handy nicht bedienen können, kann man sozusagen auch dem Partner oder einem Familienmitglied entsprechend diese Funktion übertragen. Vielen Dank. Eine analoge Frage zu dem, was wir schon zum E-Rezept hatten. In welchen Sprachen wird die EPA angeboten? Und noch eine darüber hinausgehende Frage, wer macht denn die Schulung für den Patienten, für den Umgang mit der EPA? Zu Ihrer ersten Frage. In erster Linie wird die EPA wahrscheinlich jetzt erstmal in Deutsch angebunden. Also auch in diesem Zusammenhang gibt der Gesetzgeber keine direkten Vorgaben. Was wiederum bedeutet, dass die entsprechenden Krankenkassen darüber entscheiden, ob sie es beispielsweise in weiteren Sprachen wie Englisch etc. anbieten. Deutsch wird maßgeblich sein, da wahrscheinlich ein Großteil bis nahezu alle Dokumente, die daran liegen, auch auf deutscher Sprache quasi verfasst sind und dementsprechend natürlich auch ein gewisser Vorteil darin herrscht, deutsche Sprache entsprechend auch die Informationen halt verarbeiten zu können und zu verstehen, die da drin sind. Ich kann mir aber vorstellen, dass auch in dem Zusammenhang, dass wir nach und nach eine sehr internationale Gesellschaft haben oder beziehungsweise auch internationale Leistungserbringer unterstützen in der Versorgung, dass die englische Sprache beispielsweise und auch weitere Sprache ergänzt werden in der EPA. Mögen Sie Ihre zweite Frage nochmal wiederholen? Das wäre. Bei der zweiten Frage ging es darum, wer denn die Patienten schult für den Umgang mit der EPA. Genau. Es wird unterschiedliche Möglichkeiten geben. Also wir versuchen gerade auch in Veranstaltungen wie dieser natürlich über die EPA zu informieren. Darüber hinaus werden natürlich die Krankenkassen entsprechend, die dann auch ihren Versicherten die EPA zur Verfügung stellen, entsprechendes Material anbieten. Das tun sie jetzt auch schon teilweise. Beziehungsweise auch entsprechende Hotlines einrichten, wo Patienten, die Probleme damit haben, beziehungsweise nicht wissen, wo sie EGK herbekommen, entsprechend Informationen bekommen. Es wird aber darüber hinaus auch weitere Stellen geben, wie zum Beispiel die Verbraucherschutzzentrale, beziehungsweise auch das UPD, also die unabhängige Patientenbetreuung Deutschland, die einen Anlaufpunkt für Patienten darstellen, wo sie quasi ihre Fragen stellen können. Da sind wir maßgeblich als Gematik auch mit betreut. Wir hatten jetzt unterschiedliche Schulungen auch für diese beiden. Für das UPD hatten wir die schon, für die Verbraucherzentrale werden sie jetzt entsprechend auch angeboten im nächsten Monat, sodass wir da die Patientenvertreter beziehungsweise entsprechend schulen können, um eben auch diese Fragen zu klären auf Patientenseite. Also es wird unterschiedliche Möglichkeiten geben, an die sich Patienten wenden können, je nachdem, wie die Probleme auftreten und wie die EPA auch genutzt wird, dann entsprechend analog oder digital. Ja, vielen Dank. Eine Frage, die vielleicht ein bisschen daraus entstanden ist, dass ein Missverständnis aufgetreten ist bei Ihrer Präsentation, weil Sie da hin und her gesprungen sind zwischen der Praxisverwaltungssoftware und der EPA. Die Frage lautet, ob es da nicht eine Doppeldokumentation gibt, einmal in dem EPA-System und einmal im Praxisverwaltungssystem. Sie meinen jetzt aus der Sicht des Arztes, verstehe ich Sie da richtig? Aus der Sicht des Arztes, da wird befürchtet, dass man da einen zusätzlichen Aufwand betreibt. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass da der Eindruck entstanden ist, dass Sie praktisch in beiden Ordnern arbeiten. Genau. Grundsätzlich ist es ja nicht so, weil der Arzt im Zusammenspiel auch mit der Behandlung des Patienten macht ja ohnehin seine Dokumentation. Und die wird dann entsprechend auf Metadatenbasis, also in vorgefertigten Feldern gemacht. Und auf Basis dieser Daten, die ohnehin im System dokumentiert werden, können diese Daten quasi als Kopie in die EPA gelegt werden. Also es wird faktisch keine Doppeldokumentation gemacht. Ja. Also es wird im Endeffekt die Dokumentation, die ohnehin genutzt wird, wird quasi nachgenutzt. Und mit der Hilfe, ich hatte es ja vorhin schon einmal kurz erwähnt, auch in dem Demonstrator, sind zum Teil auf Basis der Metadaten
bestimmte Felder sogar schon entsprechend ausgefüllt, beziehungsweise auch, wir hatten das schon gesehen, beim Laborbefund, der per Fax reinkam, durch die Zusammenarbeit mit dem Labor, kann auf Daten beispielsweise wie Adressdaten oder die Arztdaten entsprechend zurückgegriffen werden, die beispielsweise oft genutzt werden. Als Praxis arbeite ich wahrscheinlich mit denselben zuweisenden Ärzten zusammen oder Laboren zusammen, dass die entsprechend mit relativ wenig Zeitaufwand entsprechend überführt werden können, dann auch in die Dokumente. Also es sollte wenig Aufwand sein zusätzlich, beziehungsweise gar kein Aufwand zusätzlich. Eine Frage, die Sie im Prinzip auch schon im Wesentlichen beantwortet haben, da geht es darum, wo die Kommunikation zwischen EPA und PVS stattfindet, also die Sache mit der Serverstruktur. Aber was eigentlich jetzt neu ist in dieser Frage ist, muss ich dann Änderungen mit dem elektronischen Heilberufeausweis signieren oder ist das nicht erforderlich? Das ist technisch gesehen nicht erforderlich. Also im Prinzip alle Funktionalitäten, die quasi an Dokumenten beziehungsweise auch in das Einstellen Dokumenten durchgeführt werden können, können technisch ohne den Heilberufsausweis durchgeführt werden. Es hat lediglich eine rechtliche Komponente. Genau, dass der Heilberufeausweis beispielsweise beim Signieren oder Ändern des elektronischen Medikationsplans oder beispielsweise des Notfalldatensatzes entsprechend genutzt werden muss. Genau. Noch eine Frage, die, glaube ich, mehr in Richtung eigentlich geht. Kim, da fragt eine Kollegin oder ein Kollege, ob es ein zentrales Verzeichnis aller Ärzte gibt, welches regelmäßig aktualisiert wird für die Kommunikation in der EPA. Ich glaube, da geht es eigentlich mehr um den Versand von Informationen und damit um KIM, denn in der EPA selbst haben wir ja dann immer die Adressen der Kollegin oder des Kollegen, der Informationen hochgeladen hat. Genau, also am Aktensystem selber wird ein Verzeichnisdienst genutzt, wo im Endeffekt die Ärzte und Ärztinnen beziehungsweise auch weiteren Akteure quasi gelistet sind, die über eine Signaturkarte verfügen. Und diese kann ich dann entsprechend auch als Patient beispielsweise auswählen, um Berechtigung zu erteilen. Also brauche ich im Endeffekt eine technische Infrastruktur, um überhaupt quasi ausgewählt werden zu können. Und dieses Verzeichnis wird sukzessive aktualisiert und angepasst und ermöglicht dann im Endeffekt auch den Versicherten entsprechend auch seine Ärzte, seine behandelnden Ärzte zu finden und entsprechend dann auch die Berechtigung zu erteilen. Darf ich vielleicht noch zwei kleine Fragen zusammenfassen, bevor ich dann zum Schlusswort abgebe? Und da ist einmal die Frage, auf welche Bereiche haben die Kostenträger Zugriff in der EPA? Und die zweite Frage ist, darf ich die Benutzung der EPA als Arzt ablehnen? Mhm. Vielleicht zur ersten Frage, ist eine relativ einfache Frage. Die Kostenträger haben im Sinne des Gesetzes im Endeffekt nur Schreibrechte. Also sie können nur Abrechnungsdaten in die EPA reinstellen. Sie können aber nicht lesen, was in der EPA drin steht. Also es ist ein Weg, sozusagen eine Einbahnstraße. Dementsprechend braucht sich der Versicherte keine Gedanken machen, dass die Versicherung beispielsweise sensible Daten beziehungsweise auch Befunde halt mitliest und dadurch Sanktionen zu beraten sind. Das ist nicht der Fall. Und bezüglich Ihrer anderen Frage, mögen Sie die nochmal wiederholen? Mir ist sie entfallen. Darf ich die Benutzung der elektronischen Patientenakte als Arzt ablehnen? Das ist nicht der Fall. Der Patient hat ja laut Gesetz im Endeffekt ein Anrecht auf seine Daten und dementsprechend muss der Arzt auch im Rahmen der Behandlung die entsprechenden Informationen und Daten und Dokumente in diesem Sinne dem Patienten quasi auch zur Verfügung stellen. Und dies im Rahmen der EPA, wenn er es zum Beispiel wünscht, diese in die EPA zu stellen. Ich glaube, es geht eher ein bisschen andersrum. Es geht darum, ob ich als Arzt praktisch die Übernahme von Informationen aus der EPA ablehnen kann. Also so nach dem Motto, was Sie mir da mitbringen, interessiert mich jetzt nicht, sondern wir unterhalten uns über Ihr aktuelles Problem und dann treffe ich meine Entscheidung. Der Arzt ist im Endeffekt, er kann sich darüber freuen, wenn die Berechtigung vorliegt. Also gerade auch, wenn der Patient quasi wichtige Informationen teilen will, wenn er der Meinung ist, dass sie auch einen Mehrwert bieten im Zuge der Behandlung, dass der Leistungserbringer oder der Arzt quasi
drauf zugreift und er diese auch nutzt, das obliegt dem Arzt selber. Vielleicht auch ein bisschen bezogen dann auch auf die Ängste, die wahrscheinlich bei vielen Kollegen sind, die denken, oh, ich muss jetzt erstmal durch sehr viele Dokumente mich durchsuchen, um dann entsprechend auch die Informationen zu sammeln. Es wird Mechanismen geben, wie gezeigt, um Daten leicht zu finden, aber das obliegt dem Arzt, ob er diese nutzt. Es ist, wie gesagt, eine sogenannte Sekundärdokumentation, die eine Ergänzung, also eine Hilfereichung quasi für den Arzt darstellt. Herr Mehl, ganz herzlichen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Und ich darf jetzt übergeben an Ivo, der noch ein Schlusswort sprechen möchte und vielleicht noch die Information. Fragen, die nicht beantwortet werden konnten, werden noch im Nachhinein beantwortet. Also es bleibt hier nichts auf der Strecke. Vielen Dank und nochmal in die Runde an Frau Flach und Frau Schäfer für die Ausführungen, für die Vorträge. Ich denke, wir haben versucht, einige Fragen, die es im Chat gegeben hat, im Vorfeld gegeben hat, zusammenzufassen. Und es ist jetzt sehr ausgiebig auch darauf geantwortet worden. Ich denke, am Ende wird es natürlich so sein, wie immer im realen Leben. Grau ist alle Theorie. Es kommt natürlich auf die Praxis an. Und wir werden schauen, wie es in Zukunft sich entwickelt. Ich denke, es ist eine sehr spannende Zeit, eine Zeit, die wir jetzt gerade alle erleben. Eine Zeit der Metamorphose von analog zu digital. Die ist natürlich schon längst angefangen, aber an diesen Stellen, an den Stellen der elektronischen Patientenakte, an den Stellen des elektronischen Rezepts wird nochmal sehr deutlich, dass da ein ganz neuer Weg beschritten wird, der sich wahrscheinlich in kürzester Zeit sowohl für die betroffenen Patienten wie auch die Behandler, Ärzte, Kolleginnen und Kollegen extrem auswirken wird. Und wir werden sehen, wie jeder damit zurechtkommt. Das Ziel muss am Ende natürlich sein, eine verbesserte und transparentere Versorgung, eine klarere Kommunikation. Und ich wünsche mir sehr, dass wir auch noch erleben werden in absehbarer Zeit, dass ein Patient zum Arzt in die Praxis geht und anschließend ins Krankenhaus oder vielleicht als Notfall im Krankenhaus eingeliefert wird, dann anhand seiner elektronischen Patientenakte alle wichtigen Daten dort im Krankenhaus abgefragt werden können, sodass keine Rückfragen erforderlich sind und umgekehrt, wenn er dann wieder entlassen wird, dass das Gleiche in der Praxis auch passieren kann, nämlich die Abfrage der dort erhobenen Befunde und Daten. Das wäre der Idealzustand und ich hoffe, dass das in naher Zukunft gelingen wird und dass wir das alle mitgestalten, miterleben können und werden. Ich darf mich im Namen des Berufsverbandes Deutscher Internistinnen, Deutscher Internisten an der Stelle bei der Gematik, der Unterstützung durch Know-how, durch Technik und vor allen Dingen auch durch die Referate bedanken und freue mich darauf, dass wir intern die Diskussion weiter fortsetzen werden in unseren verschiedenen Arbeitskreisen und Vorstandsbereichen. Und vielleicht werden wir uns ja nochmal in gleicher Runde oder ähnlicher Runde nochmal zusammenfinden, um die weiteren Fortschritte und vielleicht auch Probleme, die es in der Umsetzung der Digitalisierung gibt, miteinander besprechen. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern einen noch erquicklichen Abend und hoffe, dass eine Menge an Informationen rübergekommen sind und wünsche uns ein ruhiges Pfingstfest. Alles Gute und bis bald.